Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Craps, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. Wake News .net. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. US Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order! Ja, Sir Adolf hier von Wake News, Radio Wake News TV. Ich grüße euch zur heutigen sonnigen Sendung, die aber schon wieder versprüht wird. Ja, gerade mal draußen nachgeschaut. Ja, und habe schon Informationen, dass das eben auch bei vielen anderen in ihren Regionen eben so sein soll, oder? Klasse, dass ihr eingeschaltet habt bei mir hier. Live! Ja, da ist mehr Pfeffer drin, oder? Ne? Als nur Aufzeichnung, oder?
Ja, gut, hier. Ihr seid klasse, ist ja logisch, ne? Die hier einschalten. Ach, hallo, Verfassungsschutz, BND, Mossad, NSA, seid alle schon wach. Die haben ja heute scheinbar so viel Frust gehabt, dass sie irgendwie da so Sachen verteilt haben im Netz. Ja, die haben ja keine Argumente, die haben ja nur die Möglichkeit, andere zu diffamieren und zu tyrannisieren. Und das fanden wir ganz lustig, was die gemacht haben. Was das ist, findet ihr vielleicht im Netz. Mehr brauchen wir gar nicht dazu sagen. Aber auf jeden Fall danken wir immer mal allen, die uns hier mit übertragen. Verfassungsschutz macht kostenfrei, das heißt, das stimmt nicht. Macht Werbung für mich inzwischen, aber für uns. Weil letztendlich werden sie ja bezahlt von euch, ne? Oder von uns, durch die Steuerzahler, natürlich, Steuern und so weiter. Ne? Ja, also die kriegen ja ordentlich. Ne? Die kriegen mehr als nur 1 Euro. Ja, 1 Euro Job ist das nicht, sondern das sind 1.000 oder 10.000 Euro Jobs pro Stunde. Ne? Oder? Na gut, also wir danken jedenfalls allen, die uns bewerben. Euch auch, Verfassungsschutz, BND, Mossad, NSA und GCHQ oder wie alle heißt. Und natürlich vor allen Dingen diejenigen, die uns seriös verlinken und weiter empfehlen. Und wer das alles ist, das findet ihr natürlich auf der Seite wakeness.net, Wake News Radio. Ja, und natürlich auf der Seite mywakeness.wordpress.com. Wo ich immer die entsprechende Sendung ankündige, da sind also ellenlange Zeilen da unten drunter, könnt ihr euch mal durchackern, was da alles zu sehen ist. Ne? Okay, ja, super. Und wir danken natürlich den Künstlern. Wir hörten hier was von Plus minus Tick, nämlich drahtlos. Drahtlos hätten wir auch sagen können, drahtlos in der Diktatur. Aber um was es da geht, seht ihr gleich. Oder hört ihr gleich. Ne? Okay, ja, also herzlichen Dank. Und wenn hier Musiker zu hören, die auch mal exorbitant beim Verfassungsschutz gehört werden wollen, ja, toll, klasse Musikmöglichkeit, geht dann schnell rum im Netz, die können sich mit mir in Verbindung setzen unter radio@wakenews.net, aber MP3 reinschicken und dann hört es mal an und biete ich euch gern. Ne? Ja, ich würde mal sagen, wir ja, wollten auch noch mal kurz ein Statement geben hier, weil eben, wie gesagt, da so ein paar Lügengeschichtchen durch die Welt eiern. Nochmal, wir bei Wakeness sind komplett nicht kommerziell, betreiben kein Geschäft, verkaufen nichts, sondern allenfalls im Kostenaufwand. Da machen wir das Angebot, dass man die Sendungen von uns beziehen kann als DVD. Das schicken wir dann so raus. Da ist nichts dabei, was wir verdienen können. Für euch habt ihr dann halt die Sendung direkt im Original auf DVD. Und wir haben diese tollen Sticker. Ja, die haben wir jetzt neu aufgelegt. Und 50 Stück für 5 Euro mit inklusive Porto. Das ist das Porto mit das teuerste. Aber so ist es halt. Wir legen das auf ohne irgendwelche Gewinnmöglichkeiten, weil da mit 50 Stickern zu 5 Euro kannst du nichts verdienen. Und da werden so Mythen und Lügen so im Netz verbreitet. Und auch vertreiben wir keine Textilien. Wir haben wakeness.net, wakeness.tv und United We Strike und Presse in einem Online-Shop, das ist der lauftafel.de, im Angebot, damit es dort vertrieben werden kann. Die Lauftafel. Der verdient daran, aber bei Textilien kann er nichts verdienen. Aber er kann seine Kosten, glaube ich, damit decken. Weil wir sehr günstige, relativ günstige Preise anbieten. Da sind wir ja abhängig immer von den Lieferanten. Und wir können eigentlich nur existieren von euch oder von Leuten, die uns unterstützen. Wobei wir uns nicht abhängig machen von irgendwelchen Sponsoren oder sonst irgendwie, die uns dann dominieren können oder wollen. Sondern wir versuchen das zu vermeiden. Und ja, sind also auf Hilfe und Unterstützung von euch angewiesen. Also wer da andere Sachen hört und liest, der sollte sich bitte hier auf diese Aussage beziehen. Und wenn er da Fragen hat, er oder sie kann sich gerne an mich wenden.
steht auch bei uns im Impressum so drin. Ja, und das sind so halt so Versuche, ne? Eben wenn man erfolgreich ist und eine Information verbreitet, die die Mächtigen das System nicht hören wollen, dann setzen sie ihre Truppen ein. Ja, und die werden auch noch von den Leuten bezahlt, die sie versklaven. Ja, das ist unglaublich, das ist ja auch heute das Thema. Insofern ganz interessant. Ja, okay, und damit alle das auch nochmal sehen können, was wir da anbieten, an Textilien habe ich ja extra so einen Jingle gemacht. Den spiele ich immer einmal am Anfang und einmal am Ende. Spielen wir gleich mal ein, damit jeder sich da einen Einblick verschaffen kann später. In der Aufzeichnung natürlich. Und ja, bin gleich wieder zurück. Der Detlef von Wake News Radio. Der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben ein tolles Sortiment mit Wake News und United We Strike Textilien. Shirts, Kappen, Westen, Bomberjacken, Hosen und Hoodies. Alles in exklusivem Design. Top-Qualität, gute Preise, direkt im Laufteufel-Shop, laufteufel.de. In allen Größen, schwarz und weiß. Sehr aufmerksamkeitsstark für alle, die aufwachen wollen. Dank euch fürs Interesse, geht gleich auf laufteufel.de und schaut euch um. Ja, jetzt bin ich wieder zurück. Das war nochmal unsere kurze Einblendung unseres Jingles, ja, damit man dann auch mal die Textilien sieht, von denen wir gerade so viel gehört haben. Ja. Und wenn ihr die bezieht, dann tragt ihr vor allen Dingen erstmal WakeNews.net oder WakeNews TV oder United Strike eben auf einem Textil und könnt damit auch für uns Werbung machen. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Man kann an solchen Sachen nichts verdienen oder wir verdienen zumindest nichts. Wenn wir mal Spenden kriegen, sind wir sehr froh, weil das deckt so ein bisschen unsere Kosten ab, die wir natürlich haben. Okay, ja, dann noch mal ganz kurz zwei Hinweise. Wir haben die letzte Sendung natürlich inzwischen auch schon hochgeladen. Wer die also noch nicht gesehen hat, der sollte das dringend tun. Sind wir am Punkt der Selbstverteidigung angekommen, wo auch noch mal klar gemacht wird, in welcher Situation wir uns befinden. Und darum geht es natürlich auch heute, aber bevor wir da einsteigen, nochmal der Hinweis. Ich habe noch eine andere Ankündigung hochgeladen heute. Und zwar die Einladung zu einer großen Demo, Drei-Länder-Demo am 17. bis 19. Juli 2015 in München gegen Behörden- und Justizwillkür und Kindesentzug. Und habe das hochgeladen bei vug.wakeness.wordpress.com. Das ist der Blog für die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Habe ich auch überall verlinkt. Und wir haben ein kleines Ankündigungsvideo gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. Denn da sind dann auch alle Links immer dabei. Kann man auch schnell herumreichen. Das ist nur ein kurzes Video. Und wer sich da so erkundigen will und wer vor allen Dingen kommen will, ist herzlich eingeladen und kann dort sich bereits vorinformieren. Auf dem Blog stehen alles drin. Und da es eben wichtig ist, will ich das auch ganz kurz verlesen, um was es da geht. Nämlich, es steht dort, liebe Freunde, wir kämpfen wieder mit einer Demo gegen Behörden- und Justizwillkür sowie schändlichem Kindesentzug. Wir treten ein für unsere Grund- und Menschenrechte. Ja, und die Organisation läuft so ab. Demo-Marsch am Freitag, den 17. Juli 2015 in München. Die Vorbereitung läuft dann schon ab 8.30 Uhr in der Bellvorstraße. Und da ist die Beschreibung mit drin. Ihr müsst über den Ostbahnhof kommen mit Zug, U-Bahn, S-Bahn, Trambahn. Dann kommen da Einweisungen und Begrüßungen. Und dann geht's ab 9.30 Uhr los. Demo-Marsch beginnt pünktlich um 10 Uhr. Das Ende mit anschließende Einkehr wird ca. 15.30 Uhr am Nockherberg sein. Wir sind am
Sonnabend, den 18. Juli 2015, wieder an der Münchner Freiheit, so steht es da, Nummer 18 bis 20, oberhalb vom Forum vor dem Spielplatz in München mit Infostand und Technik. Und am Sonntag, den 19. Juli 2015, wieder am Karlsplatz 1 in München, jeweils von 9 Uhr an der Aufbau, Beginn um 13 Uhr und Ende um 21 Uhr. Ja, ihr könnt wieder eure Geschichten erzählen vom Jugendamt, von Justizvollzugsanstalt, Knast, Psychiatrie und Jobcenter. Frühsexualisierung wird ein großes Thema werden. Bitte alle Demo-Leiter, so steht's da, die schon vorher was gemacht haben, dazu einladen mit ihrer Mannschaft. Thema wird auch die falschen Gutachten von der GWG München unter Dr. Salzgeber. Und es steht noch dort, sage Nein zu Entrechtung und Zerstörung von Familien, Frühsexualisierung, Körperverletzung, Kinderraub, Freiheitsberaubung, Entführung, Psychoterror, ADHS, Ritalin, Zwangsmedikamentierung, falsche Gutachten. Wir verlangen, so steht's da, Kontrollmöglichkeiten durch die Öffentlichkeit, Klage gegen Justizkorruption und unfaire Gutachten von GWG, der Gesellschaft für wissenschaftliche Gerichts- und Rechtspsychologie, Dr. Universität Prag, übrigens Salzgeber, und IGF, Institut Gericht und Familie Service, Dr. Balloff, die falsche Gutachten am Fließband machen, dabei auch nicht kassieren. In nur 13 Jahren stieg die Zahl der Kindeswegnahmen von 900 auf jetzt circa 310.000. Bestätigt wurden vom Statistischen Bundesamt 2013 allerdings nur 42.100, so steht's hier. Eltern sind keine Verbrecher, wir lieben unsere Kinder. Hol dir keine Hilfe vom Jugendamt, du wirst sie nie wieder los. Schnell wird man krank oder für krank und für erziehungsunfähig erklärt. Sie holen eure Kinder teils ohne Gerichtsbeschluss. Kinderseelen werden traumatisiert. Und so heißt es dort, der Slogan, wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Kinder klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Freiheit raubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Zukunft verbaut. Opfer und Geschädigte können sich unter Jugendamtdemo, ein Wort, @gmx.de melden, also gmx.de melden. Dazu suchen wir dringend alle Gutachter, Opfer, die uns ihre Geschichte zumelden bzw. vorlesen am Infostand oder am Demomarsch. Kinderheime, Pflegeeltern mit großes Thema. Dazu sind dringend alle Heimkinder gesucht, vor allem die vom Saalberghaus, Putzbrunnen, Backhaus und KID Düsseldorf. Weitere Themen sind unschuldig in Knast und Psychiatrie gesteckt, Betreuungsrecht, Altersheim, Gehinderte, Polizeiwillkür, Jobcenter und so weiter. Alle und alles ist willkommen, was unter Behörden- und Justizwillkür leidet oder gelitten hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wo Unrecht zu Recht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Ja, und da gibt es auch noch den Link zum Facebook und viele andere Links, die man dort bitte studieren sollte. Ich habe es auch in die Linkliste bereits zur heutigen Sendung mit unten eingebracht. Ja, also wer kann, wer es einrichten kann, bitte jetzt planen. Und es gibt vielfältige günstige Fahrtmöglichkeiten. Es gibt diese Busse, diese Reisebusse, die man da buchen kann. Die sind relativ günstig. Das war noch ein Tipp von den Leuten dort. Ja, und so weiter. Gut, ja. Heutiges Thema, wichtig, ist nämlich unser Leben in der Diktatur. Ja, wer hier mitmachen will, kann das tun. Unter radio@wakeness.net kann man mir während der Sendung hier auch Infos, Kommentare und so weiter zusenden. Und es ist schon einiges da. Die werden wir dann im Laufe der Sendung mit reinnehmen. Ja. Okay. Und jetzt gehen wir mal hinein in das Thema. Zu finden, wie gesagt, auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com. Ja, und da auf der Seite, wenn ihr auf der Radioseite seid, gibt es verschiedene Linkmöglichkeiten, rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen, könnt ihr mitlesen, anschauen, Links studieren und so weiter. Ja, und unser Leben in der Diktatur, eine Abbildung von mir von einem treffenden
Foto, was ich im Netz gefunden habe, mit der entsprechenden, ich glaube, das war irgendwo in Schweden oder so, wo ich das gefunden habe, mit einigen Erläuterungen, da ist diese Abbildung stilisiert, ja, mit einer Figur, die da also die Arme ausbreitet, wie so ein Herrscher, Diktator, ne, Diktator, und rechts und links marschierende, bewaffnete, uniformierte, dahinter Kanonen und da über, da drüber, hinter dem Stachel-Sonnenbild Kriegs- und Bomberflugzeuge. Und ich habe darunter gemacht den Hinweis, Stop the New World Order, was überhaupt übersetzt heißt, halte die neue Weltordnung auf. Dann ein paar Symbole, die wir auch in den Friedensmahnwachen und Demos verwenden. Und rechts, oberhalb der Friedenstaube eben der Bohemian Club Eulen Götze, den die immer, da fallen sie ja vor dem auf die Knie, wenn sie da in Bohemian Grove sich treffen und da verschiedene so ja, anstößige Dinge machen, verbeugen sich tief vor der Eule und machen da alle möglichen verbrecherischen Geschichtchen. Ja, okay, also, und ich zitiere weiter, wem es bislang noch nicht klar geworden ist, der wird spätestens heute darüber informiert und wir begrüßen ja auch immer wieder neue Zuhörer, auch die vom Verfassungsschutz. In welcher Verfassung befindet ihr euch denn heute? Ja, das ist eine lustige Truppe. Wir fragen uns ja immer noch, welche Verfassung die eigentlich schützen, weil es ja gar keine gibt, wie wir in Erfahrung bringen konnten, schon lange. Gut. Also, wir leben in einer Diktatur und hierbei handelt es sich nicht um politisches Gerede, laut ausgesprochenen Frust, sondern wenn wir es genau analysieren, ist es genau so. Alles Gerede von Freiheit, Mitbestimmung, Souverän, alle Macht geht vom Volke aus und so weiter, ist im Prinzip Humbug. Quatsch. Darunter habe ich eine Abbildung gebracht, die wir auch schon in anderen Sendungen verwendet haben, wo so Szenen aus der Brit-Bund-Organisation gezeigt werden. Links, wie sie einen älteren Herrn da aus dem Hause zerren, so bewaffnete Uniformierte, weil er irgendwas nicht bezahlt hat. Und dann in der Mitte die sogenannte oder Auszüge von dieser sogenannten Gerichtsvollzieherordnung, so wie sie vorher war und wie sie nach dem 1.8.12 war. Und einer der wesentlichen Punkte darin war, dass also die der Status des sogenannten Gerichtsvollziehers von einem Beamtenstatus zu privat geändert wurde, weil dieser Paragraph einfach gestrichen wurde oder aufgehoben wurde. Also diese Leute sind alle nur privat unterwegs. Und dann rechts daneben, wir leben in keinem souveränen Staat. Das haben wir schon sehr häufig diskutiert. Das ist eigentlich offenkundig. Kann man über nachlesen. Dann Abbildung mit stoppt Polizeigewalt, dann ein Polizeiärmel Aufkleber oder so ein Ding, was man da drauf näht. Polizei, wissen wir ja, in der Brit-Bund oder wie auch immer das Ding heißt, ist das eine eingetragene Wortmarke und darunter stilisiert, eingebaut, ein Piratenzeichen. Daneben Polizei und Gerichtsvollzieher, alles großgeschrieben, spielen Richter. Ja, also Gewaltenteilung ist aufgehoben, das ist das Fazit dazu. Faktisch werden wir alle gefangen gehalten mit Waffengewalt, Tyrannei, Ausbeutung, Sklaverei, nicht nur im Kopf, ja, wie wir es natürlich auch wissen, dass unser Kopf eigentlich in einem Gefängnis steckt und viele sich dessen gar nicht so recht bewusst sind, in der Matrix, sondern wahrhaftig und in der Praxis. Wenn man sich die hochgerüsteten, bewaffneten, uniformierten Militärgeheimdienste, private Sicherheitsdienste und Söldner vor Augen hält, die allesamt nur das Ziel haben, die Gefangenen zu bewachen, zu tyrannisieren und zu töten, wenn es beliebt. Die Tage sprach ich mit jemandem, der da also mir auch nie so aufgewacht schien, der dann einfach sagte, ah, naja, die da in Afghanistan, die bewachen ja eigentlich eher die Mondfelder, oder? Ja,
Brit Bund Söldner vorneweg mit der Bezeichnung Bundeswehr. Ja. Ja, und darunter eine Abbildung, die auch bekannt ist von den S21-Gegnern, die also dort den tollen Wald mit den tollen Bäumen schützen wollten vor dem einfachen Abreißen, Absägen, Zerstören. Und die Mächtigen rollen dann an mit ihren bewaffneten Uniformierten, hier in dem Fall Wasserwerfern, und gehen da einfach auf völlig friedlich demonstrierende Menschen dort los, vor allem auch Kinder, Familien, ältere Menschen, die dort friedlich einfach nur ihren Protest, ihr Recht wahrnehmen wollten. Auch da noch ein Link dazu, zu einer Geschichte mit dem Schwarzen Donnerstag, über die wir auch berichtet hatten. Ja, und die eigene Justiz hier, nicht nur die Brit-Bund-Organisation, sondern eigentlich überall, wacht darüber, dass nie ein Gefangener Recht erhält, sondern immer nur das Wachpersonal und natürlich deren Hinterleute, ist klar. Ja, und da habe ich dann eine passende Abbildung gefunden, hier auf dem auf der Webseite pravda-tv.com, die ich mal öffne, ja, weil dann kann man da mal, das ist zwar auch schon ein bisschen etwas älterer Artikel, aber absolut immer noch gültig, und dass es einem nochmal klar wird, vor allem für die, die also immer noch glauben, alles sei in Ordnung. Und ich zitiere aus der Zuschrift hier, oder von dem Link, pravda-tv.com, Merkel setzt weiter auf Diktatur, den ich da verlinkt habe. Kanzlerin Merkel ist strikt gegen eine Beteiligung des Souveräns an der Macht. Sie und ihre Partei, die CDU, sprechen sich weiter für die Bevormundung des Volkes aus und wehren sich gegen Volksabstimmungen. Die neuen und alten Machthaber Deutschlands sind strikt gegen jede Beteiligung des Bürgers und stellten bei den Koalitionsverhandlungen klar, mit uns wird es das nicht geben. Wir sind, so zitiere ich von dort, wir sind gegen solche bundesweiten Volksabstimmungen, so der Unionsfraktionsvize Günther Grings, CDU, laut dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ja, und so weiter. Erschienen kam es ursprünglich wohl, oder war es ursprünglich bei schweizmagazin.ch. Kann man ja dann alles weiter noch verfolgen. Ja, darunter, wie kann man eigentlich eine Diktatur erkennen bzw. definieren? Und ich habe da eine Vorlage gefunden, wo das also auch von den, vom System her definiert wird oder wurde, mit dem entsprechenden Link. Da ging es um die Erklärung einer Diktatur am Beispiel des Nationalsozialismus, wo es aufgeführt ist, einmal Demokratie versus Diktatur, das ist die Überschrift der linken Spalte, eben das, was eine Demokratie ausmacht, und auf der rechten Seite, was eine Diktatur ist. Und das gehen wir mal eben durch. Eine Demokratie ist also eine legitime Staatsform. Damit fängt es mal an. Dann kommt darunter eine Verfassung als Grundlage des Staates. Also es muss eine Verfassung da sein. Ne? Dann Herrschaft des Volkes und Volkssouveränität. Ja, ist ein Merkmal von Demokratie. Dann Gewaltenteilung ist eine solche. Freie Wahlen und Grundrechte, die gewährleistet sind. Eine Diktatur hingegen ist eine illegitime Staatsform, meist durch Staatsstreich, oft mit Hilfe des Militärs. Dann eine unbeschränkte, kaum eingeschränkte politische Herrschaft einer Person oder Gruppe. Keine Gewaltenteilung, keine freien Wahlen und Grundrechte eingeschränkt oder abgeschafft. Ihr könnt dann da den Link
anklicken, um die Quelle dieser Definition zu finden. Und aus der darunter aufgeführten, von mir kommentierten Darstellung kann man diese für die derzeitige Situation ableiten. Und ich habe hier mal das Beispiel gewählt. Das kann man sicher auch auf andere Regionen ausweiten. Sogar auf die ganze EU. Da wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, kann ich auch noch mal machen. Wo also dieses Prinzip, das man ja durchaus anerkennen kann, also ne, diesen Vergleich Demokratie versus Diktatur mit der Situation in der Brit-Bund-Organisation verglichen wird, bei eben dem Punkt Diktatur, illegitime Staatsform, meist durch Staatsstreich, oft mit Hilfe des Militärs. Ja, das wissen wir jetzt. Die Brit oder der Bund ist gar kein Staat. Ja, also, und die Leute, die an der Macht sind, haben das ja selbst gemacht und werden geschützt durch bewaffnete Uniformierte, oder? Also Polizei und Bundeswehr sind zudem Firmen, so wie die zum Beispiel auch diese sogenannten staatlichen Organe, ne? Die Bundesrat, ja, Bundestag, Bundespräsident, man braucht bloß überall reinschauen, findet man das alles und die ganzen Ministerien und sogar bei den Parteien, die sind alles als Firmen eingetragen, bei Dun & Bradstreet, aber nicht nur. Dann kommt darunter unbeschränkte, kaum eingeschränkte politische Herrschaft einer Person oder Gruppe. Naja, also zunächst mal haben wir ja eine Parteiendiktatur, weil du kannst eine Partei überhaupt gar nicht zur Rechenschaft ziehen. Dennoch bestimmen diese die Kandidaten für Regierungs- und andere Positionen. Und dazu ist das Bundeswahlgesetz ungültig, wie es ja das eigene Bundesverfassungsgericht, auch da natürlich die Frage, wir wissen auch, dass das eine Firma ist, aber über welche Verfassung sie eigentlich befinden. Aber gut, die haben gesagt, das Bundeswahlgesetz ist ungültig. Ja, mehrfach sogar, nicht nur einmal. Und das heißt, wenn es also, das nochmal zu erklären, für die Leute, die nicht wissen, was jetzt damit gemeint ist, wenn es also keine gültigen Wahlen gegeben hat, weil das Bundeswahlgesetz immer oder permanent ungültig war, sind dann quasi seit Einführung von solchen Wahlen und diesen Gesetzes keine rechtmäßigen Wahlen zustande gekommen. Und die Wahlen sind hier dafür gedacht, eine Regierung zu bilden und um als Gesetzgeber zu fungieren. Also wenn weder das Gesetz dafür da war, eine legitime Regierung zu bilden und es überhaupt gar keinen Staat gibt, die überhaupt gar keine Gesetzgeberfunktion haben kann, ja, also allenfalls eine Firma ist, oder eine Nichtregierungsorganisation oder Verwaltungsorganisation, die können doch keine Gesetze machen. Deswegen finden wir ja noch so viele Gesetze aus dem Dritten Reich, aus der NS-Zeit, in Funktion. Die wesentlichen sind ja alle aus dieser Zeit, weil eben diese NGO oder diese Firma, wie immer du sie jetzt nennst, Bund soll sie ja heißen, ja, weil die ja die nie ein Staat gewesen sind. Also wie, die haben nie selber, die fummeln zwar an den Gesetzen herum und sagen, das hätten sie geändert und das hätten, können sie aber gar nicht, weil sie gar kein Gesetzgeber sind, aufgrund eben der Wahlgesetze, die nichtig sind und aufgrund der Situation, dass es überhaupt keinen Staat gibt. Ja, das vielleicht. Keine Gewaltenteilung. Ja, schaut euch daran, wie das da draußen rumgeht. Unabhängig davon, dass die ganzen Gesetze ja kastriert wurden, dadurch, dass die Einführungsgesetze gestrichen wurden oder der Geltungsbereich weggefallen ist oder andere Punkte wie das Zitiergebot nicht eingehalten wird, was, wenn das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gültig sein sollte, in jedem Fall eingehalten werden müsste. Und auch, ja, wenn man die jetzt alle weglässt, und auch gegen das Völkerrecht und natürlich die Militärgesetze verstoßen wird, zwar am laufenden Bande, sondern selber die Gerichtsvollzieher, die wir, haben wir ja vorhin gelernt, seit 1.8.2012 Privatleute sind, also nicht mal mehr einen Beamtenstatus haben. Bitte nicht zu verwechseln mit einem echten Beamten. Ja?
da gibt es übrigens ein interessantes Video, kann ich später auch nochmal hier reinbringen, was das genau erklärt, was ein Beamter ist und was er sein sollte, was er, ja, und so weiter. Was ich verlinkt habe, bei mir auf der Seite wakeness.net News. Ja, also die machen einfach ihr eigenes Ding. Da kommt zum Beispiel, so wie mir ja auch geschehen, so eine bewaffnete Gruppe auf mich zu und sagt, sie hätten einen Haftbefehl. Ich lass mir den zeigen. Der ist nicht im Original, ist nicht von einem Richter unterschrieben, sondern von einem angeblichen Rechtspfleger oder sonst was. Alles illegal. Und dann auch noch eine Kopie, ist nicht mal ein Original. Die machen das trotzdem. Die sagen, ja, da für uns gilt das. Also machen die Gesetze und führen sie aus? Oder wie soll man das sagen? Ne? Und außerdem sind ja die ganzen, sagen wir mal, Gesetzesvorlagen, die sie ja nutzen oder nutzen wollen oder was ihnen gesagt wird, was sie nutzen sollen, nichtig, eben weil sie gegen Zitiergebot oder gegen also das gegen das Zitiergebot, was im Grundgesetz festgelegt ist, verstoßen oder weil sie überhaupt gar keinen Geltungsbereich haben und deswegen eigentlich auch nirgendwo gelten. Was ist der Staat Bund? Den gibt's gar nicht. Wo soll denn das bitteschön gelten? Und für Deutschland kann ja die Regierung in Berlin gar nicht sprechen, weil die ja nur für diese BRD und DDR, diesen Zusammenschluss, was da in den 2+4 Verträgen ja als vereintes Deutschland bezeichnet wird, was du aber auch nirgendwo liest. Wenn die das wenigstens irgendwo hinschreiben würden, hier an der Grenze sehe ich das ja immer, da steht Bundesrepublik Deutschland. Da steht nicht vereintes Deutschland oder sowas, oder Deutschland, da steht Bundesrepublik Deutschland. Und so weiter. Also so und das war jetzt übrigens auch dann bei dem Video, was ich bei mir verlinkt habe auf der Seite News, wichtig. Ich habe es bezeichnet, NGO BRID Bund Fragen der Beamte im vereinten Deutschland, wo also diese Fragen von niemand beantwortet werden. Die müssten das aus dem FF heraus posaunen können, die Leutchen, die da in dieser sogenannten Regierung sitzen, und uns mitteilen, was denn das nun eigentlich ist. Ne? Mit den ganzen Fragen zum Gesetz, zu Gesetzesunklarheiten. Also müssen die das eigentlich erläutern können. Gut, ich will das nur erwähnen, weil das ein sehenswertes Video ist, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Also es ist alles außer Kraft. Es gibt keine Gewaltenteilung, weil die das einfach alles miteinander vermischen. Der GVO oder Gerichtsvollzieher in der mit der Gerichtsvollzieherordnung, der macht ja auch, der lädt ein, die Leute, die sollen dort eine Unterschrift leisten, ja, an Eidesstatt oder eidesstattliche Erklärung, was auch immer. Das geht gar nicht, das kann nur ein Richter machen. Also ist der jetzt ein Privatmann, ist der jetzt auch Richter geworden und so weiter. Ihr wisst, diese Thematik will ich jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten. Die hier häufiger zuhören, haben das schon längst mitbekommen, wissen das. Also ein Gerichtsvollzieher zum Beispiel führt sich auf wie ein Richter und Henker und ist privat unterwegs. Er hat nicht mal einen amtlichen Ausweis, nur einen Dienstausweis, wie wir wissen, ausgestellt, manchmal einfach nur per Hand da reingekritzelt von irgendeinem Direktor am Amtsgericht. Ein Direktor am Amtsgericht. Was ist das denn? Ja, unabhängig davon, ob ein Amtsgericht jetzt ein tatsächliches Amt ist, eine amtliche, souveräne, staatliche Funktion hat. Ein Direktor am, ja, was ist, lehnt er sich da an, also mit dem Arm oder was? Oder, hä? Also, und was ist ein Direktor? Also, Direktor ist nur, kenne ich nur von der Firma. Okay, wir wissen, dass das so ist, dass das alles keine echten Richter sind, keine echten Gerichte in der Brit-Bund sowieso, weil das alles Ausnahmegerichte sind, die sowieso auch gemäß Völkerrecht, sogar Alliiertenbefehle untersagt sind. Weil das war ja gerade das, was im NS-Reich diese Justizwillkür ausmachte, dass die einfach tun und lassen konnten, was sie wollen, ohne dass es einen rechtsstaatlichen Weg gab. Keine freien Wahlen. Naja, also man kann ja wählen gehen und man wählt aufgrund aber illegaler Gesetze. Man wählt dann Parteien, Firmen, die als Firmen fungieren oder Vereine sind, die bezeichnen sich auch als Verein. Und man wird dann, wenn man irgendwen gewählt hat, der irgendwas versprochen hat, dann ausgetrickst, weil die einfach dann Koalitionen bilden, um überhaupt irgendwie da an der Macht zu sein.
Und dann wird sowieso nicht das gemacht, was du willst oder was du wolltest oder weswegen du die Leute gewählt hast. Also die machen sowieso, was sie wollen. Das ist eine gute Frage, weshalb die Leute da überhaupt noch hingehen, weil das ist eine reine Veräppelung, ja? Oder? Und dann Grundrechte eingeschränkt oder abgeschafft? Naja, also, ja gut, was will man dazu jetzt sagen? Wir haben es schon vorweggenommen. Das Grundgesetz für die BRD ist ja nach Streichung des Geltungsbereichs, nämlich den alten 23er-Artikel, abgeschafft worden. Man weiß nicht mehr, wo das gilt. Jetzt sagen da zwei andere Leute, ja, das gilt im Bund, im ganzen Bund. Aber der Bund ist kein Staat. Sonst müsste in deinem Ausweis, den du hast, oder in deiner Bürgerschaftsurkunde, was auch immer, müsste drinstehen, Staat ist Bund. Ja. Also nicht mit T, sondern mit D. Ne? Ja, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Also Bund wird bezeichnet, das steht auch irgendwo drin, überall. Aber was das ist, habe ich immer noch nicht erfasst. Was es genau ist. Es gibt Mutmaßungen. Vielleicht, bitte, wer hier nochmal zuhört und ein bisschen mehr weiß, vielleicht vom Verfassungsschutz, Mensch, dann schickt uns nochmal rein, wie das jetzt eigentlich ist. Ihr müsstet das doch eigentlich wissen, ne? Oder? Gut. Ja, also, das war eine kurze, ja, man kann das jetzt für verschiedene Länder machen. Man kann es für die Schweiz machen. In der Schweiz zum Beispiel haben wir ja auch schon einiges festgestellt. Machen wir mal demnächst, ne? Prüfen wir diese Definition mal anhand des Beispiels der Schweiz, oder? Und Österreich, kann man auch mal machen. Macht das doch mal. Macht das mal so ähnlich. Macht das mal für eure Länder, wo ihr gerade zuhört. Und checkt mal ab, ob das so dann alles, ob es eine Demokratie ist oder eine Diktatur. Ich habe eine Vermutung. Ja, die will ich aber nicht vorwegnehmen. Das müssen wir uns dann alles mal zusammen anschauen. Gut, darunter etwas ein lustiges Bildchen gefunden im Netz, ne, wo der Sternenhimmel erklärt wird. Und da drüber steht, und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa, da gibt es immer links den großen Bären, ja, den man also am Himmel so bezeichnet hat, die Sternenkonstellation. Dann den großen Hund in der Mitte mit den Sternchen. Die so ein bisschen, ne, so wenn man sie zusammenfügt, aussehen wie so ein Hühnchen. Und dann die 12 Stämme, Sterne, meine ich. Große Scheiße steht da drunter. Ist nicht von mir. Hab's gefunden, dachte, ist ganz lustig. Wir müssen auch ein bisschen lachen können, oder? Ja, und letztlich eben ist es so in der ganzen Welt. Insbesondere dort, wo die NWO, die neue Weltordnung, bereits fest Fuß gefasst hat und sich das betrügerische Geldsystem, wir nennen es das Schuldgeldsystem, in der Hand der üblichen verdächtigen Banksterfamilienhänden befindet. Darunter nochmal die bekannte Abbildung des virtuellen Schuldgeldsystems. Das ist ja noch ein Ding obendrauf. Ja. Und jetzt wollen sie auch noch den letzten Rest von halbwegs brauchbarem aus diesem Schuldgeldsystem entfernen, nämlich das Bargeld. Gut. Früher war das mal was wert, weil da irgendwas drin war. Ne? Also in den Münzen zumindest. Irgendein Metall, was einen gewissen Wert hat. Das ist ja inzwischen alles rausgenommen worden. Das haben sie irgendwohin verhökert, eingeschmolzen, was auch immer. Jetzt haben sie uns irgendwie so, ja, Knöpfe sind ja noch wertvoller als diese Münzen, die man da also ausgängig bekommt. Jedenfalls aber hat man dann was in der Hand. Münzchen und Scheinchen. Wobei wir wissen, in einer Inflation sind allenfalls nur noch Münzen wirklich sinnvoll zu haben, weil die Scheinchen so schnell ihren Wert verlieren. Da werden so schnell so viele Nullen hinten dran gedingst, dass man da also, das haben die Leute in den letzten großen kämpferischen Auseinandersetzungen genannt, Weltkrieg 1 und 2 schon längst erlebt. Kann man sich auch noch die alten Noten anschauen, da gab es Billionen, ja, draufgedruckt auf so ein Scheinchen. Also im Prinzip sind Scheine wertlos. Im Moment nutzen sie, solange sie angenommen werden, noch als Schuldscheine. Man muss dann nur immer schneller den schwarzen Peter finden, der dann auch noch die Schuld bezahlt, ne, davon. Ja, und das wollen sie wegnehmen, das wissen wir, weil es nur 1%, ne, weil es wird immer weniger, ne, mit der Zeit, weil die Schuldenberge immer größer werden
Und drucken müssen die zwar auch permanent, aber prozentual am gesamten sogenannten Schuldgeld-Warnvolumen wird es natürlich dann automatisch immer weniger. Ja. Geschaffen, das wissen wir von wenigen privaten Banksterfamilien, die sich das Monopol darüber verschafft haben, ohne Mandat der Völker, also ohne deine und meine Einverständnis, aus dem Nichts, ja, die kreieren das ja, so gerade eben jetzt, wie es ihnen einfällt, wie es ihnen gefällt, ohne Deckung, also steckt nichts dahinter, nur deine Werte werden da einkassiert dafür, auf Schuldbasis. Ja, also es wird nur geschöpft, wenn es also irgendjemand eine Schuld aufnimmt, wenn er immer so blöd ist und dahin geht und sagt, ich möchte bitte von dir 100.000 Euro haben und dafür sein ganzes Leben verpfändet. Ja, und der gibt ihm das und schöpft das aus dem Nichts, der schreibt das nur in den Computer rein. Er gibt es dir nicht mal persönlich über den Tresen in Form von irgendwelchen solchen nahezu wertlosen Scheinchen und Münzchen, sondern es wird digital von einem Computer zum anderen via irgendein Draht oder ja, meistens Kabel irgendwo hingeschickt zu einem anderen solchen Unternehmen. Ja. Und dann überlegen die, ob sie dir das auszahlen. Ne. Die sagen dann immer, na, wir machen das immer nur über Überweisung. Also Bargeld machen wir eigentlich nicht. Ne. Solche Sachen. Okay, also ja, für Zins und Zinseszins übrigens, die du natürlich massig bezahlen musst, erfolgt gar keine Geldschöpfung. Das heißt, da fehlt immer. Und die Leute fragen sich, ja, Mensch, ich bin immer knapp bei Kasse, ich krieg nichts und mir bleibt immer nie was übrig. Wie kommt das? Doch, ich schufte und arbeite doch so viel. Für diejenigen, die das also auch noch können oder machen für Geld. Aber es kommt nichts mehr rum. Sogar diejenigen, die aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrer Herkunft oder so ein bisschen mehr Kohle haben oder mehr Möglichkeiten, mehr Vermögen oder sonst was, die merken auch, das wird eng. Ja, ja, bei denen, da werden nämlich jetzt noch, da wird im Prinzip das Geld schon abgeschöpft durch Negativzinsen, die vorher noch irgendwelche Zinsgutschriften bekamen und deswegen ihre Kohle auf der Bank gelassen haben. Die werden jetzt mit Negativzinsen belastet, damit dort schon was abgeknapst wird, damit sich die Bank schnell da was holen kann. Ne? Weil die haben ja nichts. Da kommt noch das fraktionale Bankengeschäft dazu. Ja, das heißt, die müssen nur 10, also offiziell, ne? In Realität ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer, aber offiziell 10% der Guthaben verfügbar haben. Und den Rest verleihen sie, ne, gegen Zinsen, für die nie Geld geschaffen wurde. Also es ist ein absolut verbrecherisches, kriminelles Prinzip. Und wer das verfechtet und dahinter steht, der ist auf jeden Fall auf der Seite der Diktatoren. Ja? Also, wollt ihr in einer Diktatur leben? Ja, und über das und vieles mehr wollte ich mich heute in der Sendung mit euch unterhalten. Ihr könnt gerne eure Infos, Kommentare, Ansichten und so weiter zusenden unter radio@wakeness.net. Ja, okay. So, jetzt sind wir da mittendrin. Ich habe auch schon einige Zusendungen bekommen. Ja. So, Achtung, dringend wichtig, stell doch mal die elektronische Quasseltante deines Virenkillers ab. Die kommt ständig über deine Sendung rüber und vermindert die Lautstärke deiner Radiosendung. Dann bist du auf dem falschen Kanal, weil es gibt dort irgendeine Serverumstellung. Da musst du, wie ich es dir, glaube ich, schon mal gesagt hatte, umswitchen, den Link verändern. Die Links findest du ja bei mir auf der Seite wakeness.net. Wakeness Radio, beziehungsweise auf der mywakeness.wordpress.com Seite einfach nochmal checken, dass du da die richtige Verknüpfung wählst. Gell? Dann ist das relativ schnell vorbei, dann ist nämlich ganz vorbei. Gut, dann kommt noch was. Googles Chromium belauscht die Nutzer. News Gully, ja, deshalb muss man vorsichtig sein, was man sich alles runterlädt von Windows, Microsoft, der Mikrosophiert bei dir im Computer schon längst. Wie hier, und das kam bei gulli.com News
Googles Chromium belauscht die Nutzer. Wer Googles Open Source Browser Chromium nutzt, der könnte unter Umständen bei seinen täglichen Arbeiten abgehört werden. Nicht der könnte, der wird. Mit Sicherheit. Denn das Unternehmen spielte still und heimlich ein Update auf, welches Audiodaten eines Mikrofons direkt an Google übermittelt. Ja, die konnten zwar auch bei mir direkt zuhören. Hier auf dem Sender, ne? Nur den richtigen Link benutzen, bitte ohne die Quasseltante. Obwohl, warum nicht? Ja, wissen, werden sie verwirrt, was das ist. Also der Browser mit. Kann ich dann später mit verlinken. Das sind die Methoden dieser Leutchen, ja, die uns hier, also die ausspionieren, wer könnte uns gefährlich werden, ne? Und uns vom Thron stoßen wollen, als Diktator oder so weiter. Gut, ja, na gut, ich habe hier ein paar Sachen auf. Muss ich gerade mal eben switchen. Moment. Dringend. Mal wieder eine Meldung aus Köln von mir, Alexander Dorin, ein Autor, der über die Hintergründe des angeblichen Massakers in Srebrenica berichtet hat, ist von der Basler Polizei festgenommen worden. Vielleicht kannst du dich da des Falles mal annehmen. Eine liebe Bekannte von mir ist sehr stark in der Aufklärung über Srebrenica und diese aktuellen Festnahmen engagiert. Da hat er mir da Kontaktkarten gegeben. Und eine Facebook-Meldung. Wo ist Alexander Dorin? Würde mich freuen, wenn du das in deiner Sendung oder einer Recherche vor Ort zum Thema machen könntest. Ja, so eben sehen, was ist das? Da muss ich mal das Facebook-Ding da eben aufmachen. Okay, das ist Facebook. Okay, das lange Schweigen der Presse und die Zurückhaltung Behörden auf Anfragen von Journalisten und Verleger bieten Anlass zu wachsender Besorgnis. Sowohl der juristische Vorwand seiner Verhaftung als auch sein Aufenthaltsort sind weiterhin unklar. Er habe auch keinen Kontakt zu Anwälten. Auf Anfrage des serbischen Senders Sputnik erklärte der Sprecher des Schweizer Justizministeriums Volko Galli, dass das Justizministerium nicht in die Verhaftung involviert sei. Er jedoch nicht weiß, ob eine andere Polizeiinstanz diesen Einsatz durchgeführt hat. Sputnik wirft den Verdacht auf, dass hier eine unrechtmäßige Aktion stattgefunden hat. Ja, wer da was weiß, kann sich melden. Wir können das dann gerne mal nach der Sendung versuchen, irgendwie herauszufinden. Wobei, meine, dass hier in der Schweiz auch Willkür herrscht, das wissen wir. Die waren ja bei mir auch hier. Im Auftrag der illegalen BRD-Leutchen da, oder Bund, oder Baden-Württemberg ist ja nicht mal ein echtes Bundesland. Ne? Nicht mal von den Alliierten gegründet worden, die haben sich irgendwie selber gegründet. Firma, ja, okay, was haben wir noch? Gut, jetzt muss ich den nächsten Link aufmachen. Jobcenter, hallo Detlef, hallo liebes Wake News Team. Letztens musste ich mal wieder zu einem Vorladungsgespräch zum Jobcenter gehen, also ist hier Brit-Bund-Ding. Da eine Einladung stets ein Verwaltungsakt ist, sollte man den Termin wahrnehmen. Mir ist auch bewusst, dass diese sogenannten Jobcenter allesamt Privatfirmen und somit eigentlich keine Ämter sind und somit auch keine Verwaltungsakte auslösen können. Man sollte dort immer einen Zeugen mitnehmen zum Vorladungsgespräch. Ich sage deshalb Vorladung, weil es keine Einladung ist, wie es auf den Eingangsschreiben geschrieben ist. Wären es Einladungen, dann stünden da keine Sanktionsdrohungen in der beigefügten Rechtsfolge Belehrung drin. Also, so zitiere ich von der Zuschrift, sind es meiner Meinung nach Vorladungen, weil man direkt mit Sanktionen, also Leistungskürzungen, bedroht wird, wenn man zum Meldetermin nicht erscheint. Es sind jeweils Straftaten, die begehen, ich weiß. Ich nahm natürlich einen Freund mit, der als Zeuge das Gespräch mitverfolgte. Das Recht hat man gemäß § 13 Absatz 4 SGB 10. Das Gespräch lief ziemlich entspannt ab und ich bekam Vermittlungsvorschläge ausgedruckt. Am Ende des Gesprächs gab mir der Arbeitsvermittler eine Eingliederungsvereinbarung oder auch Einsklavungsvereinbarung genannt mit, die ich sofort unterzeichnen sollte. Zitiere weiter. Das tat ich natürlich nicht und sagte dem Sachbearbeiter, dass ich diese EGV erstmal mit nach Hause zur Begutachtung mitnehmen würde. Soweit so gut. Er war etwas perplex und wirkte leicht apathisch und parallelisiert.
parallelisiert. Na gut, so steht's. Wir verabschiedeten uns und fuhren nach Hause. Gerade angekommen, klingelte das Telefon. Mein Sachbearbeiter war dran und verlangte, dass ich ihm am nächsten Morgen eine unterschriebene Eingliederungsvereinbarung vorbeibringen sollte. Ich sagte, dass ich zu dem Zeitpunkt verhindert sei. Der Arbeitsvermittler pochte darauf, das Ding mit Unterschrift zurückzubekommen. Ich reagierte auf diese Art von Nötigung und Einschüchterungstaktik nicht und beendete das Gespräch mit einem gelassenen Bye-bye. Scheinbar hat der Sachbearbeiter in der Zeit, als ich auf dem Heimweg war, ordentlich Dampf von seinen Vorgesetzten bekommen. Diese Typen da in den Jobcentern sind quasi wie Drogensüchtige. Die brauchen diese unterschriebene EGV, damit die schön sanktionieren können. Ich kann nur jedem ALG-2-Empfänger oder genannt Hartz-IV-Opfer davon abraten, diese Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben. Mit der Unterschrift erklärt man sich meiner Meinung nach nur dazu bereit, dass diese Sanktionsgangster einem die Stütze sperren können. Ich warte jetzt mal ab, ob die sich bei mir rütteln. Vielleicht komme ich jetzt mal in den Genuss eines Verwaltungsaktes. Das ist dasselbe wie eine EGV, nur als einseitiges Diktat vom Jobcenter. Dagegen kann man aber dann Klage beim zuständigen Sozialgericht erheben. Wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg. Du hast wirklich eine klasse Sendung. Viele Leute aus meinem Bekanntenkreis schauen mittlerweile auch deine Sendung und wachen so langsam, aber sicher auf. Liebe Grüße. Ja, danke für die Zusendung. Wie gesagt, wenn man mal aus irgendeinem Grund gezwungen wird, irgendeine Unterschrift zu leisten, weil man lebensbedrohlich attackiert wird, dann kann man das so machen, indem man dazu schreibt, unter Zwang und unter Vorbehalt, und dann seine Unterschrift, wenn man sie dann tatsächlich gibt, in eckige Klammern setzt und damit gelten sie als nicht zum Dokument gehörig. Zumindest juristisch. Okay. Ja, aber das ist jetzt unabhängig davon eine allgemeine Mitteilung. Bevor man sich erschießen lässt, ne, kann man das ja so machen. Ja, was haben wir noch? Jetzt gucken wir hier mal rein. Also ihr könnt hier auch noch eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen reinsenden unter radio@wegnis.net. Hier ist es. Was ist es? Mit dem Bund. Ja, das muss man erst durchlesen. Da sind Links dabei. Jetzt habe ich hier noch was. Nämlich ein paar Links. Ja, och! Ja! Die Frau, die sich von einem, also das Wesen, das weibliche Wesen, sagen wir es mal so, wobei auch das kann ich ja nicht 100% beweisen, aber diejenige, sagen wir mal, die sich Queen Elizabeth II. Nennt, die einen Herzog dafür benutzt, ihr den Hintern abzuwischen. Das ist der Groom of the Stool, also heißt das offizielle Dienstbezeichnung. Die hat ihr zu ihrem 5. Staatsbesuch die Bedeutung der Beziehung zwischen Großbritannien und Deutschland gewürdigt. Die Rede im Wortlaut kam bei deutsche-wirtschafts-nachricht.de. Also erstmal Deutsche, dann erstmal die Wirtschaft wird abgezogen, minus Wirtschaft, und dann die Nachrichten auch nochmal, minus Nachrichten. Okay, das war ein Spaß. Zum ersten Mal verankern wir in England den Grundsatz, dass niemand über dem Gesetz steht und dass der Einzelne ebenso Rechte hat wie der Herrscher. Aha. Der Link ist dabei, gut. Aber der gehört ja ein Sechstel der Erde, also der Landmassen der Erde, nach den eigenen Gesetzen. Ne? Gut, weiß nicht, wie viel von Deutschland ihr auch gehört. Die Royals, mehr als nur Folklore zum Besuch der Queen. Hier kommt noch ein zweiter Link, der contexter.com. Dass die britische Königsfamilie dennoch nicht von der Apanage des Volkes abhängig ist, darauf deutet die enge Verflechtung mit der Hochfinanz hin, heute genauso wie damals schon. Ja, die Rothschild-Familie ist da voll mit drin. Rothschild nenne ich sie. Asyl, Ungarn macht nicht, wir alle wünschen uns eine europäische Lösung, aber wir müssen die ungarischen Interessen wahren und unsere Bevölkerung schützen. So steht's bei mmnews.de. Endlich mal ein Politiker, der seine Bevölkerung schützen will, ob ihm das gelingt. Ja, ob das wirklich die wahren Absichten sind, sei dahingestellt. Müsste man genauer untersuchen. Ne?
Grazer Amokfahrt, auch hier diese Indizien deuten auf islamistischen Terroranschlag hin. Das kam bei unzensuriert.at. Denn jetzt interessieren sich sogar Interpol und der Verfassungsschutz, ach, haben die auch eine Verfassung, für den mutmaßlichen Täter mit bosnischen Wurzeln. In welcher Verfassung sind die denn? Gibt es zahlreiche weitere Indizien, die einen geplanten islamistischen Terroranschlag am 8. Januar, so sagen wir es, am 8. Januar, einen Tag nach dem Paris-Attentat, der prominente Austro-Islamist Mohamed Mahmoud von Syrien aus via Twitter zum Abschlachten von Ungläubigen in Deutschland, Österreich auf. Unter dem Pseudonym Abu Usama al-Gharib schrieb er unter anderem: Überfahr einfach die Kufa, die Ungläubigen, soll das heißen, in einer vollen Einkaufsstraße und schlachte sie herumschleichend. Aha, so, also das ist wohl ein Zitat von da. Ja, also Ungläubige sind alle die, die nicht an Satan glauben. Ja, denn das ist ja deren Religion, das ist der Luzifer, Satan, wie sie alle heißen, die da angebetet werden von denen im vor der Eule oder so. Baden-Württemberg, Firma, Alkoholverbot nach 22 Uhr. Also kein Alkohol mehr. Ich trinke keinen mehr. Kein Wein und Bier mehr vom Pizzaservice. Ach, seit März 2010 dürfen Tankstellen und Supermärkte in Baden-Württemberg, das ist hier das Handschellenland, da jemand, nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. Allerdings fallen auch sogenannte Pizzadienste unter das Verbot, denn in der Regel haben diese keine Gaststättenlizenz. Auch Gassenschank genannt, sagt ein Sprecher des Innenministeriums, der Südwesten ist mit dieser Regelung bundesweit einzigartig. Bundesweit. Aber schon wieder bunt. Bunt, bunt. Bunt, bunt. Bunde. Bunte, bunt. Ja, Stuttgarter Nachrichten, das ist zu erwarten. Es gibt immer mehr verschiedene Regeln in den Bundesländern. Ja, die sind alle, diese Bundesländer sind von den Alliierten gegründet worden. Baden-Württemberg nicht. Ja, die sind irgendwie so entstanden. Wir, Tausende von Auskunftsbegehren haben wir schon gestellt, um herauszufinden, dass sie uns das mal vorlegen. Ja, wir sagen zwar immer notariell beglaubigt, einfach weil könnten die alles da reinschreiben. Aber na, nix, gibt's nicht. Es hat wohl jemand dort schon mal gesagt, aus den Rängen, die Bescheid wissen. Die wissen ja alle Bescheid da in den Rängen. Hey, das gibt's gar nicht. Ist gar kein. Ne? So. Okay. Also wir wissen das. Aber wir wollen uns das von denen ja mal zeigen lassen. Oder bestätigen lassen. Oder? Firma Jobcenter veranlasst Zwangskäufe. Zwangsverkäufe von Eigenheim, ja, ist klar, wird alles weggenommen. Hessen-Nachrichten, US-Stützpunkt in Spanien, Sprungbrett nach Afrika, die sind überall. Gutachten, Zusammenbruch unserer Zivilisation bis 2040, ja, das wird vielleicht gar nicht so lange dauern, aber da gibt es also eine Veröffentlichung. Dann Peking, Scharia-Schulregeln für den sensiblen Umgang mit muslimischen Asylfordernden. Ja, also auch da kann man gerne sich das dann anschauen. Ich mache die Links dann später rein. Ich lese das nicht alles vor. Wiesbaden, 16-Jähriger auf Spielplatz von gewalttätigen Quartett verprügelt und mit Messer bedroht. Da geht's ja wohl auch nicht runter. Anti-Asyl-Proteste in Freital. Ja, so ist es. Unglück in Moskau. Zar ist tot. Deutschlands Medien im Queen-Rausch. Aha, der letzte Kaiser Wilhelm II. Und auch Zar Nikolaus II. In Russland waren Cousins ersten Grades von König George anders als die ihre unglückselige Verwandtschaft schafften es, die Windsors, die Monarchie im Leben zu halten. Welchen Unglück dem deutschen Wilhelm kam, irgendwie ein Krieg dazwischen und dem Zaren eine Revolution. Da macht der ganze Royalismus einfach keinen Spaß mehr. Steht da. Oh Mann, die nächsten machen wir nach der Pause, weil ihr jetzt schon wieder da seht, Leute. Wir machen eine kleine Pause, ne? Und damit mal so wieder ein bisschen da durchrutscht, hier durch die Gehirnzellen, oder? Ne? Ja, und was ihr jetzt gleich hört, nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere Sticker. Und dann hören wir von Anron Angel Wing: Einmal glaubt ihr denn wirklich? Und gib mir die Karotte. Ja, und dann sehen wir es gleich wieder. Genießt es, nehmt einen Schluck, lasst euch einen Moment mit tiefem Auge, nicht zu tief in den Chemtrails, weil wir wissen ja nicht, was da alles drin ist, oder? Jetzt hören wir erstmal das von den Stickern und dann sehen wir gleich
dann nach der Pause wieder für euch da. Los, spannend, 2 Stunden. Schickt mal eure Sachen rein unter radio@wakeness.net. Bis gleich. Jetzt bestellen. Unseren neuen Wake News Aufkleber. Oval, aufmerksamkeitsstark, überall zu verwenden. Ab 50 Stück. Details sind hier eingeblendet und in der Beschreibung zu finden. Vielen Dank für eure Unterstützung. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Immer noch wie Tiere, schlafen, essen, ficken, völlig ego-fixiert. Doch überseht ihr, was uns Menschen so besonders macht, die Liebe, was die Grauen hin zu uns bracht, der Grund, warum alles existiert. Ja, die meisten beschäftigen sich nur um Erhaltung, Familie, Partner. Aber muss man uns gleich einfärchen und markieren? Kühlen Kopf bewahren wir auch nicht immer. Wir nehmen uns wie aufgescheuchte Hühner. Denn müsst ihr wohl für die hilflos gemachten Alpha-Wölfe spielen. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Durch Angst, Mord, Lüge und Betrug. Was aus solchen Boden für Blumen blühen? Mit ihren Stacheln erntet ihr nur weiteres Blut. Es darf keinen Krieg mehr geben, hat man euch gesagt. Doch was sich gegen euch wehrt, wollt ihr zerstören. Friede beginnt im Herzen der Menschen und dies mehr und mehr. Und Tag für Tag durch einen eingepflanzten Chip lässt sich dies Problem nicht lösen. Verträge mit Aliens machen und über Mamas Ressourcen bestimmen. Habt ihr sie selbst denn nur jemals, auch nur einmal gefragt? Und dies alles auch noch zu verheimlichen, da kann doch wirklich was nicht stimmen. Das Gesetz der Resonanz wird kommen, ich warte auf den Tag. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Durch Ethno-Waffen, schlechte Nahrung und Durst. Was soll aus solch einem Boden für Blumen blühen? Ihr Gift bringt uns Sachen in die Tod. Ihr beseitigt so viele, die von der Wahrheit singen. Jeden Sixtern Gewalt macht ihr das Leben mir zur Qual. Und dann wollt ihr uns mit euren Willen der Wahrheit näher bringen. Und dann herzugehen und sagen, ihr hattet doch die Wahl. Und was erwartet ihr von uns, wenn ihr uns von klein auf vollstopft mit Lügen? Mit Gehirnwäsche und all der Gewalt, die ihr produziert. Nur weil die meisten nicht wirklich denken wollen, muss man sie nicht noch kleiner prügeln. Macht doch lieber Reklame, die uns auf Einheit konzentriert. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Mit TV-Zeitung und all den Humbug. Was soll's geben und die polierten Boden für Blumen blühen? Ihr falscher Duft ist noch lange nicht genug. Ihr künstlicher Duft ist noch lange nicht genug. Von klein auf nur Furcht und Unterdrückung kennen, gibt es weiter. Habt es vielleicht fälschlicherweise als Realität anerkannt? Geht über Leichen auf eurer okkulten Leiter. Seht ein liebloses Weltraum, habt Zucker und Peitsche bei der Hand. Aus Anerkennung, Macht und Geld besteht eure Welt. Dabei wird sich bald jede Persönlichkeit der Herzensflamme beugen. Auch ihr werdet bald erkennen, was euch wirklich am Leben hält. Nicht nur ich sah die Zukunft, kann dies alles bezeugen. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Dann wird die Ernte besser durch Eingriff und Beschneidung. Unkraut wird nicht vergehen, auch nicht durch Obama, UNO oder ein Geheimclub, auch nicht durch einen Weltstaat oder eine Volksdezimierung. Lucifer wurde
Himmel geworfen, hinein in seine eigene mir sich künstliche Welt. Ihr habt's noch immer nicht begriffen, werft euch vor ihm zu Boden. Jemand, der Blutopfer nimmt und Angst schürt, ist kein wahrer Lichter. Ihr seid nicht getrennt von mir, euer Denken ist mir gut vertraut. Bin dabei, die Angst in mir zu transformieren, baue mein Sein in Liebe auf. Dank für die spannende und prüfende Unterhaltung. Stärker wird unser Liebeslicht, während eure Wurzeln verrotten und euer Astwerk zerbricht. Glaubt ihr denn wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen? Mit so viel Dunkelheit geht das nämlich nicht. Liebe ist nicht tolerant, sie kann nur Liebe akzeptieren. Mit eurem Schatten kommt ihr nicht ins Licht. Ihr seid nun echt keine guten Gärtner. Lasst uns einfach los, Gottes Paradies erschaffen, wir Sternenkinder. Lasst uns Mamas freien Schoß. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns zur Einheit führen, indem ihr uns in Megacities steckt, uns allein und ängstlich macht und mit Vergnügen ablenkt? Glaubt ihr wirklich, dass wir bald alle so fertig sind, dass wir auf Knien bitten und flehen, ja, einen Chip tragen zu dürfen, damit wir auch ja bei der Truman Show dabei sind? Glaubt ihr wirklich, es kann euch alles letztlich egal sein, wenn auf der Oberfläche alles den Bach runtergeht? Nur weil ihre unterirdischen Städte mit reiner DNA gesichert sind, die euch nicht einfach so verpissen können, wenn ihr die verstrahlte Erde wieder mit euren verdorbenen Samen bepflanzen wollt, alles wieder von vorne beginnt. Eure Wahl bedeutet Seelenqual. Glaubt ihr es denn wirklich? IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Bei all dem, was passiert, all diesem weltlichen Treiben, man selbst zu sein, dabei nicht aufzugeben, während überall verlangt wird, als Parasit zu leben. Luzifers Werk in fast allem herum, um mich gespiegelt zu sehen. Wahrheit heutzutage untragbar, unmöglich, schmerzlich, will keiner mehr. Sie ständig mit seinen chaotischen Schöpfungen konfrontieren, doch sich nicht als Schöpfer erkennen, ja, man ärgern, sich weiter verlieren. Mir oft schwer, so zu vertrauen. Deine Stimme in mir höre ich kaum. Venusianer, Aldebaraner, gebt euch mir zu erkennen. Will einen anderen Spiegel sehen, Resonanzen erwecken, gib mir die Karate. Ein Esel bin ich schon, gib mir die Karate. Ein Tritt, einen Ansporn, nur einen kleinen UFO-Tritt, nur dass der Schein von dir Saint-Germain und in die Hohle, das verschickt. Wer so
so schön, lass mich es sehen. Nicht hier mal ganz gleich. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, jetzt stellt er wieder zurück hier aus der kleinen, ja, musikalischen Pause hier, die wir uns mal gönnen, oder? Diesmal mit etwas Gitarrenmusik und Gesang. Ja, gut, wir sind in der zweiten Stunde der heutigen Sendung am 25. Juni 2015, wenn ich das vergessen haben sollte, am Anfang zu erwähnen. Ja, man sieht es ja später in der Aufzeichnung am Titel. Ja, und insofern haben wir ein wichtiges Thema heute, weil wir natürlich uns auch ein wenig Gedanken machen über unsere Lebenssituation, und unser Leben in der Diktatur ist das heutige Thema, und was damit auf sich hat, habe ich schon sehr umfangreich in der ersten Stunde diskutiert. Auch könnt ihr mitmachen hier in der zweiten Stunde mit euren Informationen, Fragen, Anmerkungen, Meinungen, Ansichten. Die könnt ihr uns hier zusenden unter radio@wakenews.net. Das ist die E-Mail-Adresse. Und dann kann ich das auch hier in der zweiten Stunde versuchen mit vorzutragen. Wir waren gar nicht fertig geworden mit der einen Zuschrift, die da etliche Links aufführt. Und die will ich zumindest zu Ende mit euch durchgehen. Ja, und nochmal der Hinweis, auch nochmal später die Wiederholung anhören, weil ich auch noch mal ein paar Sachen allgemeiner Natur am Anfang gesagt habe, die zeigt, ja, man versucht derzeit mal wieder so Wake News und mich und so lächerlich zu machen oder irgendwie so ein bisschen zu misskreditieren. Das ist immer zwecklos, weil alle Versuche scheitern müssen aufgrund eben fehlender Grundlagen. Aber eben weil wir unabhängig sind, wir sind nicht kommerziell, wir lassen uns von niemandem dirigieren. Allenfalls meinen Schöpfer lasse ich da dran. Ja. Ansonsten kann uns hier niemand in die Suppe spucken und versuchen zwar immer auch so mit Gewalt mal hin und wieder, weil sie keine Argumente haben. Und wir bringen die Informationen, übrigens die Informationsbomben. Man fragt mich da in den Videos, warum ich immer Bomberjacke sage. Das heißt so, das ist die Bezeichnung dieses Typs von Jacke. Und ja, kannst du dir vorstellen, wenn das einer das einen stören sollte, denk immer an die Informationsbomben, die wir hier rauslassen. Die sind offenbar so gewaltig, dass das ganze System zittert und versucht mit Steinchen zu werfen und uns zu versuchen, Misskredit zu bringen und nutzen dafür ihre schlechte Verfassung, die sie haben, als eben Leutchen, die nur Gewalt kennen und Lüge und Betrug und Tyrannei und sich nicht mit Menschen auf einer Basis, ja, zu unterhalten und dementsprechende Informationen und Nachweise zu bringen darüber, dass sie das, was sie machen, auch tatsächlich belegen können, also amtlich belegen können, zum Beispiel. Okay, Todeshitze im Ramadan. Oh. Über 750 Menschen sterben in Pakistan. Eine extreme Hitzewelle hat in Pakistan binnen 5 Tagen mehr als 750 Menschen das Leben gekostet. Allein die Hafenstadt Karachi zählte seit dem Beginn des Fastenmonats Ramadan am vergangenen Freitag nach Behördenangaben mehr als 700 Hitzetote. Wow, seit Tagen herrschen in der Stadt Temperaturen um die 45 Grad. Andernorts in den Provinzen Sindh und Punjab starben nach Informationen von Rettungsorganisationen ebenfalls Dutzende Einwohner. Auch für Tiere ist die Hitzewelle eine große Belastung. Auch da gebe ich euch später den Link. Ja, da gibt es noch einen Bericht von Abgeordneten der Fraktion Die Linke in der Firma Bundestag über ihre Aktion vor der Airbase Ramstein nach und kommentieren die Aktion. Haben das also da abgedruckt bei luftpost-kl.de, die auch immer sehr kritisch berichten über die
Besatzungsmächte, die hier, also Deutschland immer noch festen Griff haben, hier die Amerikaner. Experten über Chemtrails, das war das nächste. John Holdren, Obamas Wissenschaftsberater, unterstützt den Prozess der Freigabe von Barium-Magnesium-Aluminium-Partikeln, Nanofasern, Blutbazillen, Sporen und anderen Chemikalien, um das Sonnenlicht von der Erde wegzureflektieren. Ja, genau, Blut, ne, hier vor allen Dingen. Ja, und das steht hier bei euro-med.dk. Gebe ich euch das später rein. Österreich, so lehnen sie Smart-Meter ab. Privatsphäre in Gefahr. Und da gibt es einen Musterbrief der Arbeiterkammer Wien. Ja, und so weiter. Gibt es auch einen Link später für alle, die aus Österreich zuhören. Wichtig. Unterbringung von Asylbewerbern auf einem KZ-Gelände. Ja. Das, die Asylbewerber denken immer noch, sie wären hier im Schlafenland. Schlaraffen deswegen, weil die alle schlafen. Ja. Aber das mit in den Mund fliegen, mit den gebratenen Tauben und wie das da hieß in dieser Geschichte vom Schlafenland, das wird's wohl dann irgendwann auch nicht mehr geben. Und deswegen gleich schon Unterbringung im KZ-Gelände. Die Unterbringung, so zitiere ich hier von der Zuschrift, erfolgt nach Aussage des Schwerter Bürgermeisters, Schwerte liegt bei Unna Dortmund da, nicht in der Baracke des Aufsehers, sondern in einer Baracke, die in den 50er Jahren erbaut wurde und nachweislich von Künstlern genutzt wurde, einen Kindergarten beherbergte und während der Jugoslawienkriege schon als Flüchtlingsheim diente, also schon zweckbestimmt alles. Okay. Wer wurde alles verfolgt? Im sogenannten NS-Reich, Künstler, ne? Kinder, ja. Ausländer, ja, schauen wir mal, ob das auch alles so stimmt, wissen wir ja auch nicht. Okay, gut, ja, ihr könnt auch hier mitmachen, schickt eure Infos, Kommentare rein unter radio@wake.net, dann kann ich die gerne hier noch mit reinnehmen. Schauen wir mal, was da gerade reinkam. Ja, was haben wir hier? Heutiges Verfahren vor dem OLG München. Gerichtsvollzieher ist ein Amtsträger und darf nicht genötigt werden. Ein Amtsträger trägt also das Amt irgendwo hin. Heute fand vor dem Oberlandesgericht München, 5. Strafsenat, also eine Firma, Schließheimer Straße 141, Sitzungssaal 116 und 13 unter der Besetzung von VRIOLG Stern Rechts RI Richterin OLG Hümer und Richter Dr. Kalominis das Verfahren gegen MB wegen versuchter Erpressung statt. Seine Verteidiger waren Rechtsanwalt Frank Ulrich Kühn aus Berlin und Rechtsanwalt Cliff Radke aus Gelterndorf. Kurz zur Vorgeschichte: der Angeklagte MB wurde in erster Instanz verurteilt, ging in Berufung, erhielt in der zweiten Instanz einen Freispruch. Dagegen legte der Staatsanwalt Revision zum Oberlandesgericht ein. Zu Prozessbeginn wurde angefragt, ob der Angeklagte anwesend sei, befand sich im Zuhörerbereich, stand auf und stellte fest, er sei nicht der Angeklagte B, sondern der Mann B. Weiterhin verlange er Immunität, wenn er sich nach vorne setzen würde. Dies wurde von dem Vorsitzenden Richter nur so beantwortet, dass er dann keine Anträge etc. stellen dürfe, bliebe er weiterhin hinten sitzen und so handhabte MB es auch. Er blieb zwischen den Prozessbeobachtern sitzen. Auf Aufforderung des Vorsitzenden Richters verlas die Berichterstatterin, so wurde sie benannt, Richterin Hümer, den Sachverhalt. Es handelte sich in zwei Fällen von versuchter Erpressung einem Gerichtsvollzieher gegenüber. Der Staatsanwalt verlangte Zurückweisung. Das Landgericht hätte keine ausreichenden Feststellungen getroffen. Verteidiger Kühn, die Revision soll verworfen werden. Verteidiger Radke, die Revision soll kostenpflichtig verworfen werden. Die Abwägung der Tat hätte etwas mit den Grundrechten zu tun. Der Kernbereich dürfe nicht angegriffen werden. Das Landgericht hätte von seinem Ermessungsspielraum Gebrauch gemacht. Und so weiter. Ja, das wird also, das Urteil wird also, wurde da von diesem OLG aufgehoben. Die Sache wird also an eine andere Strafkammer des Landgerichts in München so und so zurückgewiesen. Herr MB verließ den Sitzungssaal mit folgenden Worten: Er würde gegen diese Farce protestieren.
unter anderem wurden als Gründe genannt, der Gerichtsvollzieher ist ein Amtsträger und dieser dürfe nicht genötigt oder eher verletzend behandelt werden. Es wäre als Straftatbestand anzusehen, wenn man gegenüber dem Gerichtsvollzieher Schadensersatzansprüche stellt. Ja, das wollen sie jetzt überall versuchen, weil die kriegen natürlich massenhaft, tausendefach die BGB Schadensersatzforderungen jetzt ins Haus gesandt. Aber erstmal würde ich sagen, eine Firma, ne? Die Richter, ne? Alles keine Richter, keine Gerichte und wahrscheinlich alles nicht unterschrieben und so weiter. Also schauen wir mal. Wäre mal spannend, dieses Urteil dann zu sehen mit dem, vorhin der letzten Seite, die gucke ich mir mal an, ob es unterschrieben ist oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das eh für die Tonne. Höchstens für eine Schadensersatzforderung notwendig, also dann für ein Auskunftsbegehren. Oh, keine Patente auf Pflanzen und Tiere. Ich kann leider nicht behaupten, dass ich es nicht befürchtet habe. Jetzt sind die beiden Präzedenzfälle, das Brokkoli- und das Tomatenpatent, gegen die wir seit 2007 vorgehen, entschieden. Ja. Es hätte kaum schlimmer kommen können. Also jetzt haben sie auch noch jetzt haben sie, die Luft wird auch noch patentiert, die darfst du nicht einatmen, ohne dass du was dafür bezahlst, für jeden Luftzug natürlich. Das kommt dann auch noch. Deswegen versprühen sie die ja überall schon, dass sie, haben sie ein Patent auf die Luftmischung dann ausgestellt und immer wenn die sprühen, darfst du nicht einatmen. Ne? Wenn du das tust, kommst du in den Knast. Ne? Bist du abgeholt von der von den bewaffneten Uniformierten wahrscheinlich. Und von der Leyen sagt schnell, ja, haben wir das ja vorhin schon gehört, in erster Stunde, dass die bewaffneten Uniformierten und Söldner der privaten Bundeswehr sind ja unter anderem, nicht nur auch im Auftrag der US-amerikanischen Truppen dort in Afghanistan, bewachen die Mondfelder, damit da keiner dran geht, ne? Und keiner was abzweigt, denn die Lieferung muss ja insgesamt via CIA-Maschinen zum Abnehmer, den extra dafür bestraften Abnehmer, damit sie mehr zahlen, ne, weil es illegal ist, dann geschickt werden. Und von der Laien, von der Lügen betrügen, sagen einige dazu, oder Flintnuschi, Abzug aus Nordafghanistan, nicht übereilen. Nee, wir wollen noch ein bisschen abkassieren da und noch ein bisschen bewachen. Und das kam hier in de.nachrichten.yahoo.com. Da steht: Bundesverteidigungsministerin Uschi hat vor allem, also das habe ich jetzt gesagt, vor allem übereilten Abzug der internationalen Truppen aus dem Norden Afghanistans gewarnt. Ja, sie hält es für sinnvoll, dass die Bundeswehr und ihre Partner, die ganze Clique, die ganze Drogenmafia, im Norden bis Anfang 2016 bleibt, sagt die CDU, Politikerin beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, erst dann solle der Rückzug auf Kabul organisiert werden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte derweil vor neuer Gewalt in der Ostukraine. Sei wichtig, nicht überstürzt das Land zu verlassen. Muss noch richtig lesen, dann kriegt man eine Menge Informationen, oder? Ja, noch eine GEZ. Journalisten fordern Medienabgabe der Bürger. Jawohl! Jetzt kommen die Matrix-Medienvertreter raus. Ja, info.coop-verlag.de kam das. Medien und Obrigkeit arbeiten jetzt noch enger zusammen, ja. Weil das Volk den Journalisten nicht mehr traut, geht denen das Geld aus, deshalb fordern immer mehr Lohnschreiber den Pakt mit der Politik, so zitiere ich von der Zuschrift. Das bedeutet postdemokratische Einschläferung. Hat das nichts mit der Post zu tun direkt, sondern Post heißt nachher, dass nach der Demokratie kommt. Ne? Also postdemokratische Einschläferung der Bürger statt kritische Kontrolle der Macht, der Judaslohn, steht hier, Fragezeichen. Die Politik soll den Journalismus dafür ganz durchfüttern. Sie muss das nötige Geld beschaffen. Durch eine Medienabgabe der Bürger und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, dann kommen die Truppen direkt in dein Wohnzimmer und sagen, Knarre raus, hast du die Kohle, sonst nehmen wir die mit.
und so weiter. Yay. Ja, das kommt bald. Ne? Haben wir ja gesagt. Ne? Unser Leben in der Diktatur, so ist sie. Die Diktatur. Da kommt noch was. Ach, war alles schon drauf, warum es gute und schlechte Diktatoren gibt. Passt ja zu heute, oder? Yay. Aber das ist zu viel zum Vorlesen. Aber ich gebe es euch gerne später in den Link. Könnt ihr es nachstöbern, oder? Ja. Dann kam noch was anderes. München ist ja eine hochheiße Kiste. War früher übrigens ein Tummelplatz für Faschisten, ne? Mal zeitweise. Ne? Die in den Bierlokalen da ihre Reden schwungen haben. Heute ist Verfahren vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. Achso, das ist Neu-Ulm, Entschuldigung, das ist nicht München, Neu-Ulm. Mit Reichsausweis der Polizei gegenüber ausgewiesen, Freispruch. Heute war vor dem Amtsgericht Neu-Ulm um 13.30 Uhr ein Verfahren wegen Urkundenfälschung angesetzt. Angeklagt war R.W. Vor dem Amtsgericht bildete sich bereits eine Schlange von Menschen, die, so wie ich später erkannte, alle Prozessbeobachter des oben genannten Verfahrens sein sollten. Der Sitzungssaal war brechend voll. R.W. und sein Verteidiger Frank Ulrich Kühn aus Berlin und die zwei geladenen Zeugen waren pünktlich. Die Richterin B. und der Staatsanwalt allerdings ließen auf sich warten. Circa eine halbe Stunde später, als geplant wurde, das Verfahren eröffnet. Ja, Hintergrund: am 12.08.2014 hatte der Angeklagte R.W. einen Termin wegen einer Aufenthaltsermittlung bei einer Polizeiinspektion, erteilte dem diensthabenden Polizisten W., nachfolgender Zeugen genannt, mit, dass er einen Termin bei Polizeihauptmeister, ja, ich kenne diese jetzt Ausdrücke nicht so, F., nachfolgender Zeuge genannt, hatte. Er wurde nach seinem Personalausweis gefragt. R.W. teilte mit, er hätte keinen und könne sich durch seinen Reichsausweis ausweisen. Dieser wurde aber dann seitens des Polizeihauptmeisters F. eingezogen. Er wollte auch mal ins Reich. Aber die sind doch alle im Reich. Das sind alles Reichsleutchen. Die nutzen als Drittes Reich. Ne? Die sind ja vom Dritten Reich da, weil die nutzen ja solche Dritte Reichs- oder NS-Gesetze. Ja? Dritte Reich ist ja nur so ein Kunstwort. Okay, also da es sich nicht um eine gültige Urkunde handle, sei behauptet worden. Der Staatsanwalt verlas die Anklageschrift. RW ist schuldig, eine falsche Urkunde gebraucht zu haben. Wollen wir uns das nochmal zu erinnern? Ich muss den Link erst aufmachen. Mehr steht da gar nicht. Also ist freigesprochen worden. Wahrscheinlich, weil zu viele Leute da waren. Mehr steht da jetzt hier nicht. Also mehr habe ich jetzt hier nicht. Aber gut, wir haben ja halt den Link, da könnt ihr selber nochmal nachstudieren, wenn euch das interessiert. Ja, also wie gesagt, der Polizist macht alles, was er will. In dieser Britbund, ja, und muss dann wieder aufs Pferd gesetzt werden, sogar von den eigenen Leuten schon. Das mit dem Reich, da packen wir lieber doch nicht an, ne? Weil wir sind ja selber vom dritten Reich, ja, und so. Ja, könnt ihr alles nachprüfen. Ist nichts, was ich erfinde. Ich brauche bloß recherchieren, nachgucken. Da sieht man's. Da liest man's. Und schaut euch nochmal dieses Video an, was ich vorhin erwähnt habe. Ich baue das nachher auch nochmal ein. Also ich bette das ein in den Artikel, dass man es leichter findet, für die, die das dann nochmal sehen wollen. Ich mache gerade nochmal eben das Ding auf, damit man sieht. Das heißt B am Tö, das Video von Werner May. Also hochinteressant, was da, was der da so da schön zusammenfasst in dieser Darstellung. Es ist schon ungeheuerlich. Also, und ich meine, es interessiert ja jeden, weil alle Nase lang fährst du hier durch das Handschellenland oder durch diese Region, die da jetzt hier, also da so aus den NS-Zeiten noch die ganzen Sachen da weiterführt. Im Prinzip. Oder. Ja, da steht was, kann vorgelesen werden. Wegen der angeblichen Quasseltante, in Anführungszeichen, die dein Hörer stört und Mikrosef generell, wegen der angeblichen Quasseltante, der soll sich doch einen kleinen Player runterladen, da hat er überhaupt keine Probleme damit, keine Plop-Geräusche, keine störenden Geräusche, einmal frei. Übrigens, Mikrosef, du weißt ja generell nie,
was du dir runterlädst bei regelmäßigen Updates. In ein Update kann doch ein Programmierer jede mögliche Spyware mit integrieren. Ist doch für die ein Kinderspiel. Wir werden alle total kontrolliert, nur abmelden. Kein Internet, kein Handy wäre die Lösung, aber damit würden wir den Lauschern die Chance verwehren, ebenfalls aufzuwarten. Das wäre auch nicht sinnvoll. Gruß, Gabriele. Ja. So ist das wohl. Ja. Was haben wir da? Klare und typische Untergangssignale in der Endphase. Das kam bei goldseiten.de. Am 23.06. hat Professor Dr. Hans J. Bocker auf der Seite goldseiten.de einen Artikel veröffentlicht. Degeneration, moralischer Verfall, zunehmende Brutalisierung, Abscheu und Zweifel der heimischen Bevölkerung des Landes der Unterjocher, zum Beispiel Anti-Vietnamskriegsbewegung, eskalierende Finanzprobleme, Söldnerlöhnung in Klammern, und innere Widersprüche waren immer und sind auch heute noch typische Erscheinungen und Signale der Endphase. So wurde beispielsweise vor 2 Jahren in Amerika die Folter offiziell legalisiert und in der EU und damit auch in Deutschland die Todesstrafe vor etwa 3 Jahren durch die Hintertür leise und heimlich eingeführt. Glauben Sie nicht, die entsprechenden Gesetzeswerke wurden durch Bundestag, alles Firmen, und Bundesrat, abgesehen vom Bundespräsidenten, auch eine Firma, unterzeichnet. Damit erlangt die Todesstrafe volle Firmenrechtskraft. Ja, Firmenrecht. 2 Bundespräsidenten hatten wohl Gewissensbisse und weigerten sich zu unterschreiben. Schnell wurden sie unter konstruierten Vorwänden aus dem Amt gescheucht und die nachfolgende Figur mit einem gefälschten Nussknackerantlitz, so steht's da, unterschrieb rasch und devot. Böse Zungen behaupten, dass dort dringend gebügelt werden müsse. Tja, das sind alles nur Figuren. Ja, so ist es. Ja, der übergeordnete, darüber reden zu wenig. Der übergeordnete Plan ist es, alles auf 10% runter oder noch weniger vielleicht. Ja, vielleicht haben sie jetzt inzwischen schon die Roboter so weit, dass sie gar nicht mehr 500 Millionen brauchen. Vielleicht brauchen sie nur noch 400 Millionen, nur noch 250 Millionen. Ja? Tja. Und davon die Hälfte hübsche Männchen und Weibchen, die sie dann, ne? Sowas. Eieieiei. Gut. Ja, was haben wir noch? So, ja. Also, nochmal ein Hinweis. Auch wichtig. Darf ich nicht vergessen. In den USA, gut, die Aufgewachten wissen es eh. Aber da ist die Diktatur schon voll umgesetzt jetzt, also ganz offiziell. Weil, so konnte man es hier zum Beispiel lesen, nicht nur, aber bei Infowars.com, ich habe das auch verlinkt auf der Seite Awakeness.net/News mit Video von Infowars, also vom Alex Jones, der das der Überschrift zu finden ist, TPP passes Obama now a dictator. Übersetzt heißt es, TPP ist durchgewunken worden und Obama ist nunmehr ein Diktator. Und TPP ist so ein Sammelsurium von geheim verhandelten Klauseln. Keiner weiß genau, was alles wirklich drinsteht. Das machen die immer so. Die kriegen so einen Riesenstapel, ne, kurz vor der Abstimmung auf den Tisch geknallt und sagen, ja, brauchst du gar nicht durchlesen. Einfach nur unterschreiben, ist schon in Ordnung. Ja, und die meisten, die hier so auch, die sind ja alle jetzt Millionäre, die da sitzen. Also mindestens Millionäre, wenn nicht Milliardäre, die im Senat und im Kongress sitzen. Wenige Ausnahmen. Die kriegen ja die Kohle, die haben nur deshalb so viel Kohle, weil sie entweder von der dominanten Irrsinn-Minorität dort direkt hingeschickt wurden oder aber so viel an Korruptions- und Bestechungsgeldern kassiert haben, dass sie da jetzt deshalb da drin sitzen, damit sie immer das abnicken und das unterschreiben, was sie unterschreiben sollen. Das ist übrigens wahrscheinlich in sehr vielen Regierungen und Organisationen, EU und so weiter, so, ne? Vielleicht auch in anderen Regionen, die ich jetzt nicht so kenne. Ja, und ja, so ist es. Und
die haben das einfach alles abgenickt. Ne? Und das ist so wie das Ermächtigungsgesetz, ne? Was den Hitler dann nachbaut. Und da haben sie ja alle haben nachher auf ihn geschworen, ne? Haben die rechte Hand gehoben, damit so mit ausgestreckten Fingern. Und haben dann alle gesagt, jawohl, und haben sich dem also einer Person unterworfen, der also ausgerüstet war mit einer Ermächtigung und damit gemacht hat, was er wollte. Und das ist hier bei Obama ähnlich, der ist ja auch nur eine Figur, ja, nicht verwechseln. Es gibt zwar Menschen, die eine andere Ansicht haben als ich dazu, nämlich, dass der A.H. auch nichts anderes war als eine Figur, unabhängig davon, wie viel er wusste und was er getan hat im Einzelnen, wissen wir das ja gar nicht, weil sämtliche Informationen gar nicht vorhanden sind und nur gezielt immer für Propagandazwecke in der einen oder anderen Richtung verwendet werden. Aber das kann man bei Obama ja auch sagen. Der hat bestimmt auch ein Wissen, was los ist und hat vielleicht auch eigene Ansichten und Meinungen dazu. Aber letztendlich muss er das vertreten, was die Leute hinter ihm denn wollen. Und dieses TPP, das hat Janier geschrieben, genauso wie der A.H. und seine umfangreichen Pläne, Strategien nicht selbst geschrieben hat, sondern seine Leute, sein System dafür hatte und sicher auch die ihn finanziert haben. Das wissen wir ja auch alle, wie das entstanden ist und wie wir hier nicht wiederholen, ist auch nicht das Thema. Aber der soll halt diese Diktatur jetzt auch offiziell durchsetzen. Und der Einzige, der dafür im Moment so in Frage kommt, weil die anderen sind alle abgehalft, dann haben wir auch gar keine Unterstützung mehr. Volk und der Obama ist ja immerhin da, ne? Es sitzt ja schon da. Der soll das also jetzt noch schnell vor dem Ende seiner Amtszeit, seiner offiziellen, zu Ende führen. Und jeder Krieg nutzt dem und jede Katastrophe und jedes Schauerding, was da geschieht, hilft ihm, an der Macht zu bleiben, weil die Leute alle weggucken. Ne? Das ist so wie, ne? Man irgendwie sich konzentrieren will auf irgendetwas und neben einem läuft dann mit einmal irgendwas vorbei, hinter dem man herschaut. Das kann jeder sich denken. Und für jeden ist das auch wieder anders, wonach er hinterher schaut. Der eine schaut nach einem schönen Auto hinterher, ne? Und so weiter. Gut. Und dann wird man abgelenkt und achtet nicht darauf, was dann da vorne vielleicht wichtig ist, gesagt oder getan wird. Und so ist das in dieser Politik auch. Da werden irgendwelche Sachen erzeugt und gemacht, weil der Punkt in dieser Diktatur, in der wir leben, ist ja, dass, wenn wir es alle realisieren würden, könnten wir sagen, wollen wir nicht. Ne? Also könnten wir eine eigene Ansicht äußern und könnten sagen, also das gefällt mir gar nicht. Also eine Diktatur kann ja nur funktionieren, indem die Leute eben entweder vor Angst oder vor Nichtwissen einfach mitmachen. Ja. Vor Angst, das kennen wir von den kleineren Diktaturen, aber auch im System, in dem heutigen ist es wahrscheinlich so, dass sehr viele einfach vor Angst schlotternd, um Angst vor ihrer Existenzverlust oder Arbeitsplatzverlust oder vor möglichen Prügeln von irgendeinem Pfefferspray oder irgendwas oder Handschellen und ein Kellerloch und alles da Angst haben. Nur, wenn man ein bisschen clever wäre, ein bisschen nachdenken würde, wüsste man, dass die gar nicht so viele Zellen haben. Deshalb mussten die ja in vergangenen Zeiten und auch heute, wir wissen, dass es in den USA das auch gibt, große Flächen umzäunen, um da ganz viele Leute unterzubringen. Ja, wir denken an die Rheinwiesen, wo deutsche Kriegsgefangene nach Ende der Kampfeinstellung dort zusammengepfercht wurden und dort elendig teilweise zugrunde gegangen sind. Auch darüber schweigt die Allgemeinheit, die allgemeine Presse und so, oder die Politik, die Regierung, da wird gar nicht drüber gesprochen. Das kommt nur hier im Internet oder durchs Internet überhaupt auch mal auf den Tisch. Und das haben die ja in den USA auch vor. Da haben sie ja riesen Flächen vorgesehen als FEMA-Camps, so heißen die ja, FEMA ist die Katastrophenbehörde, die man nutzen kann für alle möglichen Zwecke. Und also die normalen Gefängnisse, so wie ich da auch in einem war, hier, Freiburg, oder wie sie alle heißen, das ist Guantanamo, wie sie inzwischen auch in allen Munde genannt werden, die haben da nur so und so viele Plätze. Ne? Und da können die gar nicht alle unterbringen. Die können sie nur wieder unterbringen in solchen Pferchen, also in solchen
eingezäunten Grundstücken oder wie auch immer, Grundflächen. Ja, und das kann man im Moment noch nicht sehen, wobei auch bekannt ist, dass man Stadien entsprechend umbauen kann, also Fußball und andere Stadien oder größere Märkte, Verbrauchermärkte, so wie es ja auch bei Walmart in den USA vermutet wird, dass deren Super- und Verbrauchermärkte, Hypermärkte, wie auch immer, riesengroße Dinger auch verwendet werden könnten zur Inhaftierung von Menschen oder sonst wo. Also diese Angst ist eigentlich unbegründet, weil wenn wir uns alle zusammenfinden würden und sagen würden, also nee, wir halten das schon zusammen, wenn du eingekassiert wirst, dann gehen wir auf die Straße und umgekehrt und wir halten da zusammen, dann sind sie nicht mehr in der Lage, das umzusetzen. Und das ist vollkommen friedlich alles. Da brauchen wir gar keine Angst mehr haben. Und in den USA zeichnet es sich eben ab, dass die auch viel Angst haben. Es wird ja auch davon gesprochen, sogar Alex Jones soll davon gesprochen haben, eben das Land zu verlassen, weil es eben in den USA offenbar sehr brenzlig werden könnte. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, weil ich habe da auch noch nicht alles mehr angehört oder angeschaut, ob das jetzt auch alles so stimmt und so. Aber die Reichen, die wohlhabenden Leute, die sind alle schon weg. Die haben ja sowieso mehrere Wohnorte oder Wohnmöglichkeiten, weil die global denken und global handeln. Und auch die entsprechenden Mittel haben, überall präsent zu sein. Ne? Ja, sowas. Gut, das nochmal so am Rande. Ein kleiner Gedanke dazu. Diese Diktatur ist also überall im Entstehen. Und das ist ja auch die Überlegung hinter der neuen Weltordnung, alles zu zentralisieren. Der Papst läuft ja auch draußen rum und propagiert jetzt die Klimaerwärmung. Und sagt, wir müssen uns alle hier den Bauch enger schnallen und ja, und fliegt da selber rum mit seinen Düsenjets weltweit und verbessert die Luft. Aber die anderen, ne? Normalerweise müsste man ja mit gutem Beispiel vorangehen. Also wenn so jemand dann auch sagen würde, ich reiße mir Gold und Silber vom Leibe und nehme nur eine einfache Kutte, ja, und verziehe mich in irgendein Kloster. Räumchen oder Zimmerchen und mache von da aus meine Arbeit, dann würde man sagen, okay, der geht mit gutem Beispiel voran, lass uns das alle so machen, ne? Als Beispiel. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber wenn man dann selber so großprotzig mit riesengroßen Schlitten herumfährt, sich bedienen lässt, in Gold und Silber und Platin gehüllt ist und dann auch noch da mit seinem Flugzeugflotte da überall herum stiefelt und dann auch noch mit Leuten zusammen ist, die nun wahrlich nicht zu dem Kreis gehören, die also wahrhaftig daran denken würden, irgendwie ihren eigenen Luxus einschränken zu wollen. Oh Mann, ey. Na gut, also ihr wisst, was ich meine. Ja, ich würde sagen, da sind Dinge, die auf uns zukommen, die leider bedenklich sind. Und wir müssen zusehen, dass wenn wir uns aus dieser Klammer befreien wollen, dass wir uns hier wirklich Gedanken machen, wie wir unsere Informationsverbreitung verbessern können, wie wir dafür sorgen können, friedlich miteinander umzugehen und uns gegenseitig zu unterstützen und auch die Leute im System aufzuwecken, zu sagen, Leutchen, das kann da wohl nicht wahr sein, was du da machst. Mensch, ich habe hier vorhin noch mal so einen Film gesehen. Mensch, mach doch mal was ordentliches. Such dir einen neuen Job, einen guten Job, wo du was Positives tust und nicht deine Mitmenschen drangsalierst. Diese Jobs sind alle unnötig. Diese Drangsalierungsjobs, die Quäl- und Brutalo-Jobs. Wofür? Für dieses Schuldgeldsystem? Das System ist doch krank. Das muss doch jemand, also der normal denken kann, erkennen können, oder? Und da ist ja auch sehr viel Kritik da. Daraus ist ja auch die Occupy-Bewegung entstanden. Ja, und wie gesagt, also die wird natürlich auch gleich mal alle Kritik, alles, was sich bewegt, alles, was versucht, gegen das herrschende System vorzugehen, gegen die Diktatur, wird natürlich gleich sofort unterwandert, malig gemacht, diffamiert und nachher vielleicht sogar bekämpft durch was weiß ich für Möglichkeiten. Also man sieht daran, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man lächerlich gemacht wird, wenn man diffamiert wird und wenn man
attackiert wird, dann muss man irgendetwas richtig machen. Und insofern denke ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Wir wollen keine Gewalt, wir wollen auch keine Auseinandersetzung in dem Sinne, sondern wollen sehr gerne das friedlich alles versuchen zu lösen. Ja. So, ja, dann kam hier nochmal eine Zusendung. Hallo, hier ist ein Auszug aus dem zweiten Bundesbereinigungsgesetz vom 23.11.2007. Dort steht im Bezug zu dem Saarland unter Artikel 1. Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen. Artikel 1, Aufhebung des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes. Das Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes, in der im Bundesgesetzblatt Teil 3, Gliederungsnummer so und so, veröffentlichten Bereichen Fassung, wird aufgehoben. Ja, also das war's dann. Saarland gehört gar nicht mehr dazu, oder? So will ich das sagen. Ja, hier kommt noch was. Hallo, Detle. Künstliche Intelligenz. Was hältst du davon, dass wirtschaftlich führende Unternehmen wie Google, Microsoft und Co. immense Geldsummen in die Forschung an künstlicher Intelligenz investieren? Das ist doch beunruhigend, oder nicht? Stichwort Kontrolle. Ja, aber es ist nicht nur die Kontrolle. Es ist letztendlich doch bitte auch Ablösung. Man will versuchen, sich vom Typ Mensch zu lösen. Deswegen auch die hybriden Entwicklungen. Das heißt, Leute, die man mit menschlichen Fähigkeiten und künstlicher Intelligenz zusammenführt und dann einfach die Dinge zu machen, die von uns wollen. Nämlich willfährige Sklaven zu haben, Diener zu haben, die den Mund nicht aufmachen. Das ist der auch ein Hintergrund. Und eben unabhängiger zu werden von dem Einsatz menschlicher Fähigkeiten. So, was steht hier? Öffentliche Frage an dich zwecks Verfassung, Grundgesetz Artikel 146. Hallo, wieso machen wir das nicht? Wieso wählen wir keine Verfassung? Was müsste geschehen, dass der Artikel 146 Umsetzung findet? Wie und wo wird da gewählt? Klingt doch kinderleicht nach GG mit naiven Grüßen. Du meinst das Grundgesetz? Ja, das Grundgesetz ist zunächst ja mal gibt's nicht mehr. Hat keinen Gültigkeitsbereich mehr. Wofür ist das denn noch gültig? Außerdem muss es das ganze deutsche Volk wählen. Und das ist nicht nur das Gebiet, was von der Bund-Brit-Administration verwaltet wird. Und auch nicht nur das Gebiet der westlichen Besatzer, sondern auch der östlichen. Ja, also da sind viele dran. Ich weiß, dass da ganz viele Ansichten und Empfehlungen gibt diesbezüglich. Ich würde mal sagen, eine Verfassung wählen macht erst Sinn, wenn man überhaupt Deutschland wieder als Grundlage erörtert, ja, und darlegt. Deutschland völkerrechtlich soll es immer noch geben. Ich denke, da gibt es genügend Beweise dafür, dass man das so sagen kann. Es ist nur nicht aktiv, mangels der entsprechenden Organe, die nicht verwendet werden können. Es gibt ja eine Menge Gruppen, die sich kommissarisch als die entsprechende Reichsregierung empfehlen. Das ist eine politische Frage. Die andere Seite ist, Deutschland kann ja nur wieder irgendwie was tun, wenn auch ein Friedensvertrag da ist und es gibt keinen Friedensvertrag. Es wäre vielleicht möglich, aber mit wem will man den Friedensvertrag abschließen? Denn bevor man also eine Verfassung wählt, muss man ja zunächst einmal auch frei sein, ein Staat sein mit einem Volk, was im freien Willen entscheiden kann. Das geht ja gar nicht. Die Leute sind ja alles, das ist ja mein Thema heute, wir sind alle in der Diktatur, wir sind alle Gefangene, wenn man so will. Wir sind ja gar nicht frei, das ist eine Illusion. Der eine nennt sich Free Man oder der eine sagt, er sei frei oder sei ein Souverän. Theoretisch ist das richtig, aber praktisch nicht. Deswegen ist es ein Humbug, ist eine Farce. Und wir können das nur alle gemeinsam lösen. Denn es reicht ja nicht, wenn man mit der Firma US-Regierung verhandelt in Washington DC. Das ist eine Firma. Wie willst du mit einer Firma einen Friedensvertrag aushandeln? Das geht doch gar nicht. Oder die Briten, das ist genauso. Oder die Franzosen oder
Wobei die Franzosen waren ja Besatzer nur, die waren ja nicht Siegermächte. Die Russen. Ja, aber die Russen haben es ja auch geschickt gemacht. Die sind, als Russland sind sie nicht Nachfolger der UdSSR, nur als allenfalls die Russische Föderation, aber die ist auch nicht so richtig mehr so. Also mit wem verhandeln wir da? Ne? Also das sind diese ganzen Fragen. Ich denke, führt auch heute zu weit. Da will ich mich auch nicht jetzt heute da festlegen. Ich bin da auch für Vorschläge immer offen, wie man das lösen kann. Aber nur eine Verfassung, das geht ja gar nicht. Eine Verfassung müssen alle Deutschen in den Grenzen, zumindest so war es nach dem Völkerrecht vorgesehen, bis 31.12.1937 wählen können. Wie wird sie das bewerkstelligen? Wer organisiert das? Dazu musst du ja eine Organisation haben. Und diese Organisation wird ja sofort bekämpft von den Besatzern. Die wollen das ja gar nicht, dass du eine Verfassung und Freiheit und Frieden und alles das hast, Deutschland wieder da ist, so wie man es als Staat sich vorstellt, als Nation. Da hast du eigentlich im Moment nur Gegenwind. Das geht eigentlich nur mit dem gemeinsamen Erwachen aller Menschen, denke ich, auch auf der Seite der Siegermächte, sagen wir mal Siegermächte zumindest. Also bei den Amerikanern, die müssen erstmal dafür sorgen, dass sie nicht mehr durch eine Firma regiert werden, sondern dass es eine echte eigene Vereinigtes Staaten von Amerika werden. Im Moment werden sie regiert von einer Firma, von einem Diktator, Diktaturfirma, wenn man so will. Bei den Briten ist das genauso. Absolut identisch. Bei den Russen, tja, und so weiter. Aber ihr weißt, was ich meine vielleicht, ne? Okay. Hallo Detlef, vor ein paar Wochen hast du eine Sendung mit Harald Trenner in Erwägung gezogen. Gibt es dazu schon was Neues? Ja, es hängt also im Wesentlichen jetzt mal von den Ressourcen ab. Wir haben keine Ressourcen dafür im Moment, da irgendwie zu reisen oder dahin zu fahren, das ist mehr Tage Aufwand. Da müssen wir wohin fahren, mehrere hunderte von Kilometern hin und zurück, vielleicht 1000 Kilometer. Dazu müsste man also Kosten abdecken für die Reise, für die Unterbringung und all diesen ganzen. Und dann kommt die Zeit dazu. Wir hatten es mal geplant, aber die Situation hat sich verändert. Ressourcen haben wir keine im Moment. Ja? Unabhängig von den zeitlichen Ressourcen, die wir vielleicht irgendwie hinkriegen können, haben wir keine monetären Ressourcen dafür. Also wer uns was spendet, je mehr wir an Spenden bekommen können von euch oder Zuwendung oder Unterstützung, umso eher können wir solche Sachen wieder machen. Das ist so. Und dann wäre mal die Möglichkeit, das könnt ihr zum Beispiel mal, oder Leute, die das mit unterstützen wollen, Lucky hatte da dieses Angebot ja gegeben, ich mache das immer unten rein in die Linkleiste von auch von der heutigen Sendung, da bei myawakeness.wordpress.com, die hat angeboten, sie gibt 20% drauf für jeden Euronen, der da gespendet wird, und sie hat sogar ein Konto, also man kann sogar auf ein Konto da überweisen, findet das mit Verwendungszweck Solidaritätsbeitrag direkt auf der Seite. Blend's hier nachher nochmal ein. Da müsst ihr das dann nur vergrößern, damit ihr das alles lesen könnt, beziehungsweise lieber dann auf die Seite gehen, um sich das durchzulesen. Also wenn 1000 Leute je 1 Euro spenden würden, nur als Beispiel, dann hätten wir zum Beispiel vielleicht die Mittel dafür. Ne? Aber das müssen die Leute machen. Weil wir können es eben selber nicht finanzieren. Wir sind kein kommerzieller Verein, kein Geschäft, kein Medium, oder wir werden auch von niemandem irgendwie staatlich oder sonst irgendwie unterstützt, auch nicht von irgendeiner Firma oder sonst irgendwas, weil wir das auch nicht wollen. Weil man immer, wenn man irgendwoher eine größere Zuwendung erhält, möglicherweise in die Pflicht gerät, dann auch entsprechend berichten zu müssen. Das wollen wir nicht. Ja. Macht natürlich unsere Arbeit nicht einfacher. Ne? Das ist auch richtig. Können wir eben solche Sachen nicht so einfach machen. Aber wer das möchte, wer uns da unterstützen will, gerne. Herzlich gerne, denn dann können wir wieder mit dem Harald Trenner einen neuen Termin machen, der leider jetzt diesmal nicht geklappt hat. Im Frühjahr, weil wir einfach nicht geschafft haben, aus verschiedensten Gründen. Schauen wir mal. Okay.
Ja, auch nochmal der Hinweis, die Drei-Länder-Demo. Ich sage das jetzt auch nochmal kurz vor der Sendung, weil da man nicht früh genug anfangen sollte, auch dafür Werbung zu machen. Das muss rum. Bitte das verteilen auf Facebook, was weiß ich, Twitter und sonstigen sozialen Medien oder in Foren oder Blogs, immer die Links weitergeben. Diese Drei-Länder-Demo aber vom 17. bis 19. Juli, also kommenden Monat, 2015 in München gegen Behörden- und Justizwillkür und Kindesentzug. Auch die Möglichkeit, dass man grenzüberschreitend, also Schweiz, Österreich und Deutschland eigentlich, ne, Teil davon, dass man sich da mal zusammenfindet, um laut und deutlich zu sagen, was man nicht möchte und auch Verbindungen zu knüpfen und auch den sogenannten Mächtigen zu zeigen, dass man also eine große Menge von Menschen ist, die nicht einverstanden sind mit dieser Art und Weise der Tyrannei, der Diktatur. Ja, und der Link ist auch zu finden bei mir auf der Seite mywordpress.com. Und es gibt inzwischen auch ein Ankündigungsvideo dafür, was ihr auch finden könnt, nicht nur bei YouTube, ist klar, sondern auch bei wakenews.tv. Das ist unser neuer Video- und TV-Kanal, den wir aufbauen, wo man sich ganz einfach registrieren kann, nur mit einem Usernamen und einer gültigen E-Mail-Adresse. Und schon kann man da mitmachen, kann dort selbst bewerten, kann Kommentare schreiben, kann auch selbst Videos dort verlinken von Videos, die sinnvoll sind für ihn oder für sie. Ja, und da sind wir schon weit über 1000 Videos, die man dort finden kann. Also ist auch eine gute Informationsquelle. Und wir werden auch noch weiter daran arbeiten, auch noch mehr sogenannte Möglichkeiten dort hineinbringen. Wir haben ja auch Interesse an einem Livestream, aber soweit sind wir halt einfach noch nicht. Wir haben so viele Sachen zu erledigen, Basisarbeit, die alles Zeit, sehr viel Zeit und Leute braucht, die auch verlässlich daran arbeiten, vertrauensvoll zuarbeiten. Aber wer macht das alles immer umsonst? Ja, das ist die Problematik, die wir haben. Der eine oder die andere sagt mal, ja, komm, ich helfe euch. Und dann sagt, ach nee, heute habe ich keine Zeit und so. Und ja, das geht dann auf die Dauer auch nicht. Das geht mal. Aber wenn man eine, sagen wir mal, so eine Sache aufbauen will, dann muss man sich auf Leute verlassen können, die auch tatsächlich zuarbeiten. Und das machen die Leute natürlich auch nicht ganz ohne ja, davon leben zu können, oder? Denn die Zeit, die man investiert in eine solche Sache, die muss man von irgendwoher wegnehmen. Und wenn man nicht von Natur aus reich ist oder vermögend oder genügend Mittel zur Verfügung hat, dann wird es schwer. Man muss ja auch die Zeit leider in diesem System nutzen, um sich eben selbst zu ernähren oder irgendwelche Kosten abdecken zu können oder irgendwas zu finanzieren. Das ist ja das leidige System, das Schuldgeldsystem, dieses ganze System, dieses Unterdrückungssystem ist ja so aufgebaut. Ja. Noch. Ja. Wir wollen ja dran arbeiten, dass es besser wird, oder? Ja, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen. Nochmal der Hinweis, wir können alle was tun, um diese Tyrannei zu verhindern oder zu reduzieren, indem wir eben das System mit sich selbst beschäftigen, dass die also sich selbst gegenseitig tyrannisieren statt andere und dann bei dieser Tyrannenarbeit sich selbst immer beständig hinten in den Schwanz beißen sozusagen. Dann, dass wir uns also wehren, in jedem Fall friedlich Dinge zurückweisen und Auskunftsbegehren verlangen und Erklärungen verlangen. Und dann natürlich auch miteinander zusammenarbeiten, versuchen sich zu verknüpfen, zu verbinden und zu versuchen, andere anzustoßen, dass sie wach werden. Und dazu dienen vielleicht auch unsere Sendung, unsere Veröffentlichung mit. Deshalb verteilt die Infos und hilft uns so, die Basis auszubauen. Und dazu hilft auch der Sticker, den wir haben, der also überall leicht anzubringen ist. Und den senden wir raus, ab 50 Stück, zu einem, mit so einem Schuldgeldschein von 5 Euro. Könnt ihr einen Briefumschlag stecken, es steht da alles beschrieben. Und dann, sobald das hier bei uns eingetroffen ist, schicken wir es umgehend raus. Bitte die Adresse nicht vergessen. Sonst wird es schwierig.
An die E-Mail-Adresse allein können wir es auch nicht schicken. Also das muss schon ein wenig durchdacht sein, bitte. Aber es klappt in der Regel auch. Gut, danke euch, dass ihr zugehört habt. Wir hören also jetzt gleich noch kurz den Hinweis zu den Stickern und dann von Crack Rocks Deutschland. Und dann nochmal eine kleine Endsequenz unserer Textilien. Und dann werden wir umschalten auf die Wiederholung von Sleipnir Kriegsverbrechen und dann auch noch von Peak Freak Breaknews.net. Ja, und dann spiele ich gleich die Wiederholung der Sendung dann ein. Bleibt also alle dran, die es nochmal hören wollen oder die es später zugeschaltet haben. Nach der musikalischen Unterbrechung geht die Wiederholung los und später dann als Aufzeichnung, als Video wird das zur Verfügung stehen. Danke euch fürs Zuhören. Klasse, dass ihr da seid. Bis bald. Ciao, ciao. Jetzt bestellen. Break News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter breaknews.net. Yeah, Deutschland. Was los mit dir, Deutschland? Alles geht zugrunde, Mann, Alter. Yeah. Aha. Wie kann es so weit kommen, Deutschland? Es muss sich was ändern. Yeah. Ja. Wir sind Sklaven des Staates, Sklaven der Bürokraten. Was für uns bleibt, ist Arbeiten, Spaten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich Miete zu zahlen hab, weil ich jetzt schon für ein paar Sneakers zu sparen hab. Ich muss Geld machen, ohne abhängig von anderen zu sein. Fuck, klar, ich will es selbst schaffen. Yeah. Wir brauchen eine Revolution. Ich will Bestätigung dafür, dass sich mein Credo lohnt. Der Fakt ist, die Zukunft liegt in den Jugendlichen. Doch man sieht nur, wie sie selbst ihre Zukunft finden. Ich halte nichts von Hartz IV. Der Staat lässt mich über Scherben laufen, als wäre ich ein Fakir. Ich hab kein Unternehmen, was soll ich unternehmen? Ich bin euch untergeben und werd untergehen. Dies hier ist der Untergang. Nicht nur für mich, für alle Menschen und unser Land. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Stolz auf dieses Land, Mann. Wieso stehen denn hier 5 Millionen Leute vor dem Arbeitslosenamt? Denn den meisten geht's nicht schlecht, aber vielen könnte es besser sein. Eure Gesetze und die ganze Scheiße fesselt ein. Ich kenn Krass-Ticker, die müssen einwandern. Doch ein Killer-Ficker ist ein freier Mann. Überleg dir das mal, das ist einfach nur krank. Ihr lauft in eine Sackgasse, dann weißt du, wo's lang geht. Ich bleib bei Verstand, denn will nicht so kentern wie ein arbeitsloser Säufer in den billigen Ländern. Und glaub mir, war man 20 Jahre ab, es wird noch schlimmer sein, wenn man nicht langsam mal was macht. Diese Kids mit Kiffen, Pillen, Pappen aufwachsen. Jungs von mir, die Bons rauchen nach dem Aufwachen. Aber auch das kommt nicht von ungefähr. Ich glaub, das wäre anders, wenn ihr alles gelungen wäre. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Das Vermögen von euch und das ist der Anschlag. What? Für euch fetten Schlipsträger im Landtag. Wieso macht ihr euch die Taschen voll, ha? Während Kinder mit 15 eine Waffe wollen? No. Ich will keine Kinder haben, guck. Das Leben ist nicht leicht in diesen Tagen. Und mein Land guckt zu, wie es drauf geht. Jeder hat Angst, es wird Zeit, dass wir aufstehen. Rausgehen und mit Steinen schmeißen. Fick die Polizei, schreien und Arbeit schmeißen. Ich kenn Leute, die müssen dealen, um zu leben, yeah. Deutschland wird Ghetto und du spielst mit dem Leben. Ich bin nie allein, der Vorteil der Straße, ich bin nie allein. Doch ich bin froh, wenn ich abends wieder einschlaf, die Augen zumach und vergesse, dass es mein Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel.
Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde, Deutschland langsam. Scheiß Geschichte und ihr Punks könnt mich gerne kritisieren, doch wenn ihr ehrlich seid, wäret ihr schon gerne so wie wir. Nimm die Sterne ins Visier, Homie. Denn wenn du denkst, du hast alles zu gewinnen, gibt es doch mehr zu verlieren. Shit, wir lesen täglich über Armut und Kriege. Und zu sagen, es wäre scheiße, wenn auch hart untertrieben. Wo ist in diesen Tagen die Liebe? Wir hoffen auf morgen, aber uns bleibt die Hoffnung verborgen. Ich geb nicht auf, denn ich scheiß auf die Medien. Jo. Weil die Pisser meinen, dass sie jedem Menschen einzeln überlegen sind. Mich interessiert nicht, was Politiker reden. Sie haben nie was für getan, es neue Ziele zu geben. Ich scheiß auf SPD und CDU. Egal, wo ich jetzt noch stehe, es geht mir gut. Und ich brauche keine Leute, die erklären, was zu sagen ist, wenn 5 Millionen Menschen auf der Straße ohne Arbeit sind. Deutschland, du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde. Gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde, Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde, Deutschland, langsam wird's dunkel. Hier ist der Detlef von Wake News, Radio Wake News TV. Wir haben ein tolles Sortiment mit Wake News und United We Strike Textilien, Shirts, Kappen, Westen, Bomberjacken, Hosen und Hoodies. Alles in exklusivem Design. Top-Qualität, gute Preise, direkt im Laufteufel-Shop, laufteufel.de, in allen Größen, schwarz und weiß, sehr aufmerksamkeitsstark, für alle, die aufwachen wollen. Dank euch fürs Interesse, geht gleich auf laufteufel.de und schaut euch um.